Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 351. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und zwei Damen heute in der Runde, einmal die Alice. Hallöchen. Und heute als Fachfrau für Mainz mit dabei die Mara, aka Wortpiratin, hallo. Hallo. Wir wollen reden über Fußball, über ganz viel Fußball. Das heißt, wir werden gucken auf verschiedenste Spiele der Eintracht und auch nochmal so einen kleinen Zwischenrunde nach Mainz machen. Für den einen oder anderen, der sich da vielleicht dieses Jahr noch nicht so sehr mit beschäftigt hat, kann die Mara vielleicht dann gleich nochmal so ein bisschen Einblick in die diesjährige Fanseele als Mainzerin geben. Gerne. Und ihr beide seid ja auch Podcast erfahren, weil ihr seid ja auch Mitbestandteil dieses wunderbaren Früff Kollektivs. Und wenn ich so richtig informiert bin, kommt da die Woche auch eine neue Folge, oder? Ja, am Mittwoch. Und die beschäftigt sich mit Abstiegsängsten und Aufstiegshoffnungen, aber auch mit Aufstiegsängsten. Okay. Kann Angst haben vor dem Aufstieg? Ich glaube, wenn man sich die zweite Liga diese Saison anguckt, scheint da ja keiner so richtig hoch zu wollen. Also von daher wird da auch so ein bisschen drauf geschaut, okay, inwieweit, also der Aufstieg zwar einerseits gewünscht, aber andererseits auch so ein bisschen, ja, also mit irgendwelchen Bedenken dann verbunden ist. Okay, ist das quasi eure Erklärung dafür, warum der HSV jetzt gerade nicht mehr mitmachen will? ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil ich bei der Sendung tatsächlich in der Aufnahme nicht dabei war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Segment gibt eben mit hier Rudelbildung, die ja Union Berlin-Fan ist und mit der Tanja, die ja HSV-Fan ist und die tauschen sich darüber so ein bisschen aus, wie das ist, wenn man so kurz vor knapp ja es nicht mehr so richtig irgendwie hinbekommt offensichtlich oder der Verein und was das dann auch mit einem macht als Fan. Ja, wenn wir von Vereinen sprechen, die es kurz vor knapp nicht mehr richtig hinkriegen, dann sind wir auch wieder voll im Thema. Hervorragende Überleitung, vielen Dank dafür. Gern geschehen. Bevor wir gleich über die Eintracht reden, möchte ich noch was zu den Aufklebern sagen. Es haben sich wahnsinnig viele Leute in dieses Kontaktformular für die Aufkleber eingetragen. Was dazu führt, dass ich jetzt erstmal Aufkleber nachbestellen muss, weil es reicht definitiv nicht aus. Ich habe heute die ersten Aufkleber in Umschläge gesteckt und zum Briefkasten getragen. Also die ersten Menschen, Menschinnen dürften sich die Tage schon darüber freuen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, liebe Kollegen, Menschen von der Deutschen Post, wenn ihr jetzt hier zuhört, kriegt eure scheiß IT in den Griff, dass wir in 2019 immer noch nicht mit Ä, Ü oder Ö umgehen können oder mit einem scharfen S, was in dem Wort Straße ständig drin vorkommt. Es ist leicht entnervend gewesen heute. Gut. Aber so viel dazu. Genau. Also Aufkleber sind teilweise unterwegs, nachbestellt. Also ihr kriegt alle welche. Freut euch. Und wenn ihr euch noch nicht eingetragen habt, da ist noch ein bisschen Platz. Also eintragen. Ne? Link findet ihr in den Shownotes, wie man das so schön sagt. So, und dann hat der Dennis hier ganz fleißig noch Aktuelles eingetragen, was wir hier noch besprechen müssen. Es geht um Wechsel. Ja, Jovic ist gerade wieder mal irgendwie beim 48. Verein. Bislang hat er noch nirgendwo unterschrieben. Brauchen wir nicht drüber reden. Alles irgendwie richtig, total wurscht. Aber ein Nürnberger will zu uns, habe ich verstanden, der Herr Löwen. Ja, haben wir jetzt doch schon häufiger den Namen gehört und es wird wohl langsam konkreter, dass er tatsächlich in der kommenden Saison als ja anscheinend fester Spieler zu uns kommen sollte. Heißt fester Wechsel, ist ja ein Defensiv-Allrounder, auch noch jung, kann definitiv sich noch bei uns sicherlich gut entwickeln. Muss mal schauen, scheint aber langsam konkrete Formen anzunehmen, so zumindest mehrere Medien ja heute getitelt, dementsprechend. Okay. Vertrauen wir mal drauf, schauen wir mal. Und ja, U21-Nationalspieler, 20 Bundesliga-Einsätze gehabt, 2 Tore gemacht, ist jetzt nicht super toll, aber das ist auch nicht seine Kerneigenschaft gewesen. Dementsprechend muss man einfach mal schauen, was da geht. Okay, der spielt klassisch auch Mittelfeld, ne? Der spielt im Endeffekt, kann er alles spielen. In der Saison hat er im Endeffekt, ich muss mal kurz schauen, wo er am meisten gespielt hat. Defensives Mittelfeld. War defensives Mittelfeld, ne? Meine Antwort wäre jetzt gewesen Nürnberg, aber das wäre wahrscheinlich so ein ganz flacher Karlauer gewesen. Oioioi. Hier hat der Whisky aber zugesetzt gestern, oder? Eigentlich nicht. Mir lag schon auf der Zunge, dass man natürlich nach gestern über einen defensiven Mittelfeldspieler oder Verteidiger sprechen muss. Ja. Ja, auch das, genau. Auch das wäre nicht schlecht. Wobei Verteidiger waren da gestern genug auf dem Feld, aber da kommen wir gleich nochmal dazu.
Okay. Genau. Nein, aber genau, wie ja schon gesagt wurde, defensives Mittelfeld hat er hauptsächlich gespielt, ist aber tatsächlich auch ein Spieler, der wohl Innenverteidiger und zentrales Mittelfeld spielen kann, also wohl wirklich einige Positionen abdecken kann. Aktueller Marktwert laut Transfermarkt, was man auch immer davon halten will, 5,5 Millionen, weiß ich jetzt nicht so ganz, 22 Jahre, ist schon ein interessanter Spieler, muss man einfach mal gucken, inwieweit das in der nächsten Saison dann passt in den Kader. Ist ja die Frage, was erreicht die Eintracht noch? Und dann kann man auch über so Personalien nachdenken, ob das dann Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Hängt ja auch ein bisschen davon ab. Also gut, was mit Nürnberg passiert, ist jetzt vielleicht ja ein bisschen zu optimistisch, aber was da noch für Verträge herrschen, genau, auch für die zweite Liga, ob er dann günstiger wird und so. Ich glaube, wenn man ihn günstig haben kann, ist bestimmt eine Alternative, allerdings angemessen an den Ansprüchen vor Sonntag der Eintracht, vielleicht nicht unbedingt ein Spieler, mit dem man in die Champions League gehen würde. Richtig, richtig. Also er hat, wie du hast kurz Gutes angesprochen, er hätte noch Vertrag bis 2022, hat den auch jetzt gerade erst letztes Jahr verlängert. Aber wie du sagst, die Situation kann sich natürlich gerade in dem Gefüge, Abstieg und so weiter und Vertragskonstellation dann schnell ändern. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich fand die Personalie generell ganz interessant, weil du ja, natürlich auch Spieler brauchst, die du ein bisschen ranführen kannst, und wenn die Mannschaft funktioniert, entwickeln sich so Spieler, die aufstrebend sind, ja auch recht gut. Muss man mal schauen. Also keine schlechte Person. Und eine Wertsteigerung ist ja auch, ja, könnte ja auch passieren, das ist ja auch immer. Jo. Man, da könnte noch das eine oder andere Euronchen irgendwie bei rausfallen dann am Ende. Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Also da hängt es ja dann, wie ihr schon so richtig sagt, sehr stark davon ab, wie Nürnberg die Saison beendet und wie wir die Saison vielleicht auch noch vorhaben zu beenden oder ob wir sie schon beendet haben. Das werden wir dann auch gleich noch diskutieren. Genau. Und dann hast du noch einen zweiten Namen hier reingeschmissen. Ja, den wir ja auch die Tage schon häufiger gehört hatten. Mariano Diaz, Real Madrid, Stürmer, jetzt gerade am letzten Wochenende, glaube ich, doppelt getroffen. Ja. Hat, das ist aber immer wieder das Schöne, unsere Lieblingszeitung AS, die spanischen Experten sozusagen, die ja auch schon getitelt hatten, Jovic ist mit einem 6-Jahresvertrag und 60 Millionen fix gewechselt. Kann man von halten, was man will. Er behauptet im Moment, oder die Zeitung behauptet, Diaz hätte gesagt, ich möchte in Madrid bleiben und möchte definitiv aktuell nicht wechseln. Man muss natürlich gucken, ob eventuell da auch so Abstimmungen sind, wenn Jovic tatsächlich wechseln sollte. Vielleicht gibt es einen Tausch und Anrechnung und so weiter. Also halte ich im Moment nicht so viel von, ist aber einfach wieder so eine Sache, wo du merkst, es fallen viele Namen und am Ende wird Bobic und wer auch immer noch so die Fäden da zieht, wahrscheinlich wieder Namen aus dem Hut zaubern, den wir noch gar nicht auf dem Teller hatten. Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Je nachdem, auf welcher Tabellenplatzierung du jetzt bist, läuft jetzt da auch dieses Namenskarussell. Jetzt sind es alles noch irgendwie so Champions Leagues würdige Namen. Das kann in der nächsten Woche schon wieder irgendwie ganz anders aussehen, je nachdem, wie die Spiele ausgehen. Also von daher, ja. Obwohl natürlich, du hast was Wichtiges, muss man immer sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler bei uns bleiben, ist natürlich, und auch wir entsprechend Spieler, du hast es richtig gesagt, anwerben können, ist natürlich mit der Endposition am Ende sehr, 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 sehr davon abhängig. Würde mir sehr wehtun, wenn wir jetzt im Endeffekt, und wir kommen ja gleich noch zu, mit der verspielten Chance, das wäre natürlich wirklich total, total ätzend, wenn du dann Spieler verlierst, die du im Normalfall dann hättest halten können. Aber ich glaube, es ist nicht so unrealistisch, dass ein Spieler von Real Madrid zur Eintracht im Sommer kommt, weil Bobic einfach gute Kontakte dahin hat und dementsprechend da auch in Verhandlungen steht. Und so Leihgeschäfte sind ja schon länger ein Trend bei der Eintracht. Vallejo und Mascarell damals auch, ne? Die kamen ja oft genau von Real. Hm. Also da kann ich mir schon vorstellen, ob es jetzt Diaz war, wird, sei mal dahingestellt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein junger Spieler sich bei der Eintracht mal ausprobiert. Ja, auf jeden Fall. Hinzu kommt ja auch, glaube ich, dass Real einen recht hohen oder recht großen Kader hat und ja auch viele Jugendspieler oder Nachwuchstalente haben, die ja quasi frühzeitig irgendwie einkaufen und denen dann auch gerne nochmal irgendwo anders der Spielpraxis geben. Also von daher spricht das schon irgendwie dafür. Aber das ist jetzt etwas, wo ich mir wirklich mehr Gedanken drüber machen würde, wenn die nächsten drei oder noch mehr Spiele dann einfach auch rum sind, weil das ist so ein bisschen, ja,
Da wir kann werden noch lange genug über Gerüchte reden. Viel links oder rechts passieren. Genau. Das stimmt wohl. Wir haben zu dem Thema Transfers aber auch eine ganz konkrete Frage bekommen, und zwar von Steffen. Er schreibt, hallo Jungs, das würde ich jetzt ergänzen, und Mädels. Ich habe eine Hörerfrage für euch. Wäre die Verletzungsanfälligkeit von Sebastian Rode für euch ein Grund, ihn nicht fest zu verpflichten, oder muss er aufgrund seiner überraschend starken Leistung in der Rückrunde auf alle Fälle verpflichtet werden? Und da würde mich jetzt als erstes mal die Meinung von außen interessieren, nämlich von der Mara. Oha. Oha. Falscher Fuß? Nö, habe ich jetzt nur nicht damit gerechnet, dass du damit an mich gehst. Also ich finde grundsätzlich, dass eine Verletzungsanfälligkeit nicht zwingend ein Grund sein muss, um von einem Spieler Abstand zu nehmen. Man merkt bei Rode, finde ich, dass der sich ja gut einfügt und dass das irgendwie passt. Und ich meine, also letztlich auch, wenn sich das dann immer so ein bisschen bullenmarktmäßig anhört, ist es dann sicherlich einfach eine Preisfrage, also weil dann natürlich ein Spieler mit so einer Verletzungsanfähigkeit im Zweifelsfall eben billiger sein müsste, als wenn er die nicht hätte. Aber ich finde nicht, dass das ein Grund ist, um dann zu sagen, wir nehmen ihn tatsächlich nicht, wenn er sich so einfügt, wie Rode das für mein Gefühl tut. Hm. Alice? Die Frage ist ja auch eine Alternativenfrage. Also ich bin großer Fan von Rode, alleine wegen seinem Einsatz und seinem kompletten Willen für die Eintracht. Und klar, auch er macht Fehler und leitet vielleicht mal die eine oder andere Szene für den Gegner ein, aber er ist immer, finde ich, mit Herzblut dabei. Und das ist irgendwie, das ist so eine Eintracht-DNA, die ich schätze und die ich gerne habe. Ich glaube, man muss halt gucken, dass man genug Alternativen auf der Position hat, weil es ist einfach so, dass man mit Sebastian Rode nicht über 34 Spiele oder plus X sozusagen rechnen kann. Und wenn man da gut aufgestellt ist, dann sollte man ihn auf jeden Fall halten, weil ich glaube, er brennt auch dafür, für das Team und für den Verein und tut der Eintracht am Ende gut. Ich erinnere nur daran, wie er im der Europa League irgendwann mit einem Ganzkörperkrampf dastand und sich eigentlich nicht mehr bewegen konnte und trotzdem irgendwie alles gemacht hat. Und das sind irgendwie so Spieler, die braucht man im Team. Und verletzungsanfällig ist er, aber man muss auch dazu sagen, klingt jetzt vielleicht blöd, aber klar, bei der Eintracht war er auch mal verletzungsanfällig, aber nicht so sehr wie bei Bayern und Dortmund-Zeiten, wo er echt richtig lange nochmal gefehlt hat. Und kann auch sein, dass ich es falsch in Erinnerung hatte, aber ich hatte das Gefühl, bei uns kam er mehr zum Einsatz und war mehr verfügbar. Vielleicht ist das auch noch eine andere Diskussion. Dennis? Also ich sehe es ähnlich wie meine zwei Vorrednerinnen. Es ist tatsächlich wichtig, finde ich, einen leistungsbezogenen Vertrag auch in Rode dann entsprechend ein bisschen aufzudrücken, denn man merkt schon, ihr habt genau das Richtige gesagt, wenn Rode fit ist und alles gibt und richtig Bock hat, ist das ein super wichtiger Sechser und kann auch wirklich diese Räume zulaufen. Gerade das, da kommen wir ja gleich zu, was gestern gefehlt hat, wäre vielleicht mit dem Rode ein bisschen anders gelaufen. Auch schon diese Motivation im defensiven Mittelfeld, mal den Schritt noch nachzugehen und auch wenn es richtig wehtut, komm, gib ihm. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir ihn jetzt verpflichten, normaler Vertrag und so weiter. Er hat eben die Probleme und jeder kennt ja seine Verletzungshistorie. Es wird sehr, sehr schwierig werden, da ein gutes Gleichgewicht zu finden. Ich will es nicht entscheiden. Ich finde aber auch, zu einem fairen Preis muss man sagen, Rode ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft, ist eine Bereicherung fürs Spiel, wenn er fit ist. Und dementsprechend sollte man auf jeden Fall nicht von vornherein sagen, ach, wer weiß, wie viele Spiele du mit ihm machen kannst. Aber, und das ist genau das Wichtige, du darfst auf keinen Fall mit Rode als 100% Stelle rechnen, sondern es ist so ein typischer, den setze ich mal mit 50% in die Liste mit ein und dann ist okay, aber dann musst du auch Geld für andere Spieler, die im Endeffekt das auffangen können, dann auch ja, in den Markt gehen. Und da hat man ja schon oft die Probleme gehabt, zumindest in die alte Eintracht, sage ich jetzt mal, die dann gesagt hat, ach, wir haben doch 10 Innenverteidiger und 9 sind zwar aktuell verletzt, aber dann spielen wir halt mit den anderen hinten und so weiter. Diese Spielchen kennen wir ja. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock, dass wir hier einen Rode vielleicht dann auch am Ende der Saison, oh, der ist so überspielt, ach, der wird nächstes Jahr schon, komm, geben wir ihm erstmal einen großen Vertrag, sondern muss dann wirklich auch auf den Positionen sofort verfügbare, gute Spieler auch bereit haben. Und dafür wirst du ordentlich Geld bezahlen müssen. Das ist halt, wie es im Leben halt so ist. Ich finde es so ein bisschen spannend, dass wir da immer so ein bisschen von dieser Verletzungsanfälligkeit, also gerade wenn ich mir jetzt so die letzten Spiele seit der Winterpause, wo er hier ist, wie oft er da eins auf die Knochen gekriegt hat, wie
Alice gerade eben schon sagte, der stand mit dem Ganzkörperkrampf quasi da auf dem Platz. Der war jetzt gegen Chelsea auch irgendwie kurz davor ausgewechselt zu werden, ist dann nochmal irgendwie, hat sich in der Halbzeit irgendwie in die Eistonne gelegen, eine Runde irgendwie freigelaufen und hat dann nochmal 45 Minuten da gespielt. Also ganz ehrlich, so verletzungsanfällig kommt er mir jetzt gerade gar nicht vor. Also nicht bei der Menge, was der da gerade eben irgendwie ableistet. Ich würde ihn jetzt nicht zu jedem Preis verpflichten wollen, aber er ist für mich einfach ein ganz wichtiger Spieler momentan und ich glaube, dass da auch bei dem Kerl noch ein bisschen was taktisch geht und dann fände ich das schon fahrlässig, wenn wir da nicht irgendwie versuchen würden, ihn zu halten, wenn wir das zu vernünftigen Konditionen irgendwie abhalten können. Auf jeden Fall. Ja. Und damit kommen wir dann, glaube ich, auch zu diesem Chelsea-Spiel. Was da am vergangenen Donnerstag stattfand. Und bevor wir zur Aufstellung und zu dem, was da spielerisch oder nicht spielerisch auf dem Platz ablief, müssen wir, glaube ich, als erstes nochmal dieses, ja, ich weiß nicht, was ist das passende Superlativ für diese Choreo? Also, gute Frage. Das Ding war gigantisch groß. Wahnsinn, ich habe mir nochmal die paar Fakten rausgeschrieben. Also es haben rund 150 Fans über Ostern, was ich schon irgendwie krass finde, dass die für dieses Ding nur über Ostern quasi da gewerkelt haben. Ich hätte da mal überlegen, in der Messehalle eine komplette, genau, die komplette haben Einheit. Eine Messehalle zur Verfügung gestellt bekommen, um dieses Ding dort zu bemalen. Das Monstrum. Diese Blockplane hat eine Fläche von 6200 Quadratmeter. Ich habe keine Ahnung, was ist das aktuelle Äquivalent? Ist es noch das Saarland? Oder was nimmt man da? Sehr gut, sehr gut. Ich hätte ja also entweder Saarland oder Zigarettenschachteln, aber ich glaube, bei Zigarettenschachteln sind wir da ein bisschen länger unterwegs. Also es ist einfach verdammt groß. Das Ding hat ein Gewicht von 1,4 Tonnen. Ich glaube, wenn wir das den Fans, die da drunter standen, vorher gesagt hätten, dann wären die da auch erstmal ein bisschen zurückgewichen. Und die haben rund 100.000 Euro für dieses Ding an Kosten gehabt. Also wer da noch überlegt, ob eine Choreo-Spende irgendwie sinnvoll angelegt ist oder nicht, da habt ihr die Antwort. Ja? Also das Ding Wahnsinn. Ist, glaube ich, auch Guinness-Buchmäßig die größte Blockfahne, die es jemals irgendwie gab. Also sowas von großartig, da fehlt einem alles an Worten und Superlativen zu. Hut ab. Ja, kann man nichts mehr hinzufügen. Also allein die Fakten sprechen. Weiterer Gänsehautmoment. Wahnsinn, ja. Also sowas von, das sah ja am Anfang schon geil aus und dann rollten die dieses Ding da den Fanblock runter, da habe ich auch gedacht, was ist denn das jetzt bitteschön? Also, huiuiui, sehr, sehr großartig. Sehr, sehr großartig. Ja, und sehr, sehr großartig wurde es dann auch so ein bisschen auf dem Platz. Wir waren mit der gewohnten Aufstellung dort unterwegs, mit einer kleinen Änderung. Fallett wieder in der Innenverteidigung und dafür Hasebe so ein bisschen, ja, Libero-mäßig zwischen Mittelfeld und Abwehr. Seit dem letzten Euroleague-Spiel weiß man ja, in der Euroleague Fallett funktioniert, Liga vielleicht eher nicht. Und auf der anderen Seite, ja, Chelsea-Namen, allerdings einer nicht Hazard von Anfang an auf der Bank. Und zumindest so die ersten 20 Minuten haben wir als Eintracht, glaube ich, da ganz gut Gas gegeben und da ordentlich Druck ausgeübt. Ja. Ja. Stimme ich dir zu. Ich finde, es hätte noch ein bisschen mehr sein können. Also gerade den mir wurde der Hype aus der Choreo noch nicht ganz so mitgenommen, wie man es schon mal gesehen hat, wo man einfach alles überrennt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es einfach Chelsea ist und nicht irgendein anderer Verein und die das auch nicht so zugelassen haben. Mir hat da noch ein bisschen was gefehlt, weil ich fand, man war dann doch ein bisschen löchrig auch immer noch. Also da waren schon noch ein paar Situationen, wo ich war auf Mallorca und habe mir das da irgendwo in irgendeinem schrubbligen Pub angeschaut, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Und also ja, ich fand, der Beginn war gut und das Tor war auch verdient in Teilen, aber es war nicht so überzeugend, wie es hätte vielleicht sein können. Andererseits ist es halt eben Chelsea und dafür war es eine gute Leistung. Ich fand aber auch, dass wir uns ein bisschen schwer getan haben eigentlich am Anfang, so richtig ins Spiel zu kommen. Wir haben natürlich jetzt erstmal versucht, so ein bisschen ja dominant aufzutreten, aber so
ich sag mal so, die ersten 20 Minuten fand ich auch teilweise, zumindest aus dem Block heraus, etwas zäh teilweise. Dann natürlich, ihr habt es schon angesprochen, dieses geile Tor, mal wieder wunderbar rausgespielt. Dann dieser Kopfball, Wahnsinn. Also der Junge ist einfach Gold wert. Und natürlich dann diese Situation am Rand, wo du nur siehst, okay, was macht er jetzt? Er jubelt, er geht zu Boden. Und hatte ich mehr Angst, dass er sich da verletzt hat, als ich mich erstmal über das Tor freuen konnte. Und das ganze Stadion, man muss sich das ja wirklich... Es war so laut und so geil und wirklich links, rechts geguckt, alle, oh Gott, wie geil und Wahnsinn, Tränen in den Augen. Und ja, das bringt schon so, meiner Meinung nach, die Stimmung am Anfang etwas, erstmal der Hype mit der Fahne und allem drum dran, die Choreo, wie es halt immer so ist, dann, okay, es dümpelt so ein bisschen, in Anführungszeichen, vor sich hin. Dann dieses Tor, dann ist erstmal alles explodiert und dann war es schade. Hast du im Endeffekt, ja, klar, am Ende der ersten Halbzeit dann noch dieses dämliche Gegentor gefangen hast. Es war natürlich dann schon ein heftiger Dämpfer. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit sind wir auch dann wieder gar nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen und haben richtig Probleme gehabt. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, das ist so ein bisschen dann halt auch wie so typisch Eintracht. So, die Saison geht zu lange, ein paar, drei Spieltage und so eine Halbzeit geht auch immer ein paar Minuten zu lange. Also, du bettelst ja dann wirklich um dieses Gegentor, auch wenn das vorher, du musst ja eigentlich den Hype so ein bisschen mitziehen und so, und dann lässt du dich so ein bisschen zurückdrücken und lässt den Gegner dir das Spiel aufdrücken, ja, und auch zu viel Raum und so, und dann wirst du natürlich erdrückt, gerade gegen Chelsea, auch ohne Hazard, aber das ist eigentlich nicht nötig, und dann kriegst du so ein dattliges Gegentor, wo du dir eigentlich denkst, boah, grauenvoll. Wichtig wäre es, mit einem 1-0 in die Halbzeit zu gehen. Ich meine, dass du gegen Chelsea ein Tor fängst, ist einfach sehr wahrscheinlich. Das ist auch okay. Aber zur Halbzeit so vor der Halbzeit zu so einem psychologischen Zeitpunkt, finde ich, ist es halt immer so ein bisschen unnötig, insoweit man sagen kann, dass ein Gegentor unnötig ist. Weil es kommt die halt nicht gut zur zweiten Halbzeit. Und ich finde, das hat man dann schon auch gemerkt, dass es einfach ein Dämpfer war. Die taktische Aufstellung ist tatsächlich, beeinflusst es schon. Und ich finde, da hat es auch schon angefangen, dass wir kamen hier gar nicht mehr ins Spiel. Auch natürlich taktisch gesehen, 1-1, jetzt willst du eher halten. Bei einem 1-0 bin ich voll bei dir. Hast du immer eher so, lass den Gegner noch ein bisschen erstmal kommen, drück aber an der richtigen Stelle und dann machst einen schönen Konter. So willst du die Spieler aber gar nicht zu weit kommen lassen, sind die... Diese Linien sind etwas zu hart und das haben wir ja auch gestern gemerkt, das funktioniert leider aktuell bei der Eintracht nicht, weil sie einfach dafür entweder zu müde sind, auch da, zweite Halbzeit, war schade, dass wir uns so haben einlullen lassen, aber ich habe hier mal die Daten und Fakten teilweise geguckt gehabt und habe gedacht, meine Güte, hier waren bei Chelsea, die hatten eine Passquote von 84%, Ballbesitz auch dann am Ende 67%, das ist natürlich schon... ja, nicht schlecht. Also 53% Zweikampfquote, da sind wir voll im Soll gewesen. Aber ansonsten, du merkst einfach, wir tun uns dann manchmal schwer, das Spiel, und gerade gegen so eine große Mannschaft, ich habe es richtig gesagt, es ist Chelsea London und kein Provinzclub gewesen. Trotzdem schade, dass wir diese Motivation nicht nochmal in die nächste Halbzeit rüberziehen können. Und ich glaube auch, und da bin ich auch genau eurer Meinung, dieses 1-1 vor der Halbzeit ist natürlich schon ein Riesendämpfer, der aber auch zu taktischen Änderungen geführt haben, die der Mannschaft im Moment überhaupt nicht gut tun. Wir dürfen nicht irgendwie dran denken, ach, wir halten das jetzt, ach, mit 1-1, das ist doch super, ah, mehr Gegentor darfst du auf keinen Fall fangen, sonst bist du raus, weil es war jetzt Glück, dass das dann nicht schlimmer ausging, obwohl wir Ende der zweiten Halbzeit nochmal ein paar Torchancen hatten am Ende, die ja leider, Paciencia erinnere ich mich noch, ich glaube, da war nur wirklich noch ein knappes Ding dabei. Ist einfach sehr, sehr, sehr schade, dass du das nicht mitnehmen konntest, noch mehr als ein 1-1. Ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Aber meinst du echt, dass das eine Frage der Motivation ist? Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die mittlerweile einfach platt sind. Ich meine, man kann das ja immer so schön sagen mit dem, dass das mit alle drei Tage spielen keine Entschuldigung ist, aber letztlich betreiben die ja ein Spiel, was einfach auch total intensiv ist und was halt super viel Energie zieht. Und ich hatte, wie die Alice schon gesagt hat, das Gefühl, dass dieser Ausgleich halt so kurz vor der Pause gefallen ist, dass hat denen dermaßen dann den Nacken gebrochen, wäre die anders in die Pause gegangen, wäre das eine komplett andere zweite Halbzeit gewesen. Aber die haben sowieso, die haben gemerkt in den letzten paar Minuten vor dem Halbzeitpfiff, dass der Druck von Chelsea eigentlich
immer intensiver geworden ist. Ja, stimmt. Und dann sind die mit dem Dämpfer in die Pause gegangen und dann hast du richtig gemerkt, finde ich, wie die schwere Beine hatten. Und das wäre, glaube ich, anders gewesen, wenn dieses 1-1 später gefallen wäre. Aber ich glaube, dass finde, das wirklich ist so nur wie so ein angeschlagener Boxer. Ja, ja. Genau. Mhm. Also du hast einen voll auf die Zehen bekommen und dann genau. Wackelst du so ein bisschen. Und dann ist halt die Frage, kommt dann die Ringpause quasi genau dann und kannst du das kurz mitnehmen? Und in dem Fall ist halt sozusagen die Ringpause eigentlich negativ, weil du kurz davor noch mal kurz zu Boden gehst. Genau. Ja, naja, das ist es. Ich finde, das hat man schon gemerkt. Und ja, klar wirst du getragen durch die Fans und die Motivation ist irgendwie schon noch da. Und dafür muss man sagen, haben sie es ja krass noch gelöst irgendwie, dass man dann trotzdem das Unentschieden gehalten ist, ist ja die eigentliche Leistung. Also stimmt. Eine 1-1 gegen Chelsea ist angesichts dessen, was die Eintracht diese Saison geleistet hat und leisten musste und was für eine Mannschaft. Ist ein Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, mit Chelsea dir gegenübersteht, wo dann noch ein Hazard mal eben eingewechselt wird. Ja, guten Nacht. Also, ja, das ist einfach Wahnsinn, dass dann noch ein Unentschieden bei rauskommt. Problem ist nur leider, dass unsere eigenen Ansprüche so hoch gewachsen sind, dass wir sagen, naja gut, auch das können wir irgendwie, wenn wir 1-0 führen, können wir das irgendwie noch schaffen und so weiter. Und das ist ja auch das Besondere von dem Eintracht-Spirit in diesem Jahr oder in dieser Saison. Aber du musst halt auch ein bisschen sehen, wo man herkommt und dann musst du es, glaube ich, auch ein bisschen cleverer machen. Also das sind diese vielen kleinen Momente, finde ich, in denen du dir selber das Leben schwer machst, sei es wie vorher mal mit der roten Karte und so weiter, wo du dich selbst so ein bisschen schwächst. Ja. Aber das mit dem Spirit umgekehrt kann dann halt auch wieder was sein, was im Rückspiel tatsächlich den Unterschied macht. Also weil den haben ja sowohl die Fans als auch die Mannschaft. Und ich glaube, das ist halt ein Ergebnis, wo keiner auch nur im Mindesten ans Aufgeben denkt. Und das kann dir dann auch schon wieder helfen, weil gerade bei solchen quasi K.O.-Spielen, also auch wenn es jetzt dann zwei sind und halt nicht ein einziges K.O.-Spiel, ist Psychologie halt einfach auch ein riesiger Faktor. Aber ja, voll. Einen Punkt will ich nochmal fragen. Ihr meint wirklich, dass die körperlich müde sind? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, dass das zu 99% ist, dass die Spieler natürlich nicht mehr diesen Saft haben wie am Anfang der Saison. Aber wenn im Endeffekt die Leute wirklich richtig motiviert sind und gerade dieses, ich muss 120% geben, um jetzt da noch dran zu kommen an den Ball. Ich glaube, da ist momentan die Hemmschwelle im Kopf zu sagen, wenn ich da jetzt 120% gebe, dann da bin ich so platt, da kann ich dann den nächsten Sprint gar nicht mehr machen. Ach, dann lasse ich das jetzt lieber mal. So lässt du die Spieler spielen und so kommt dann im Endeffekt auch diese Dominanz. Gestern fand ich es viel schlimmer noch gegen Leverkusen, hast du das bei jeder Situation gemerkt, wo du immer einen Meter weit vom Spieler weg warst, weil du nicht diese Vollgas, ich muss 120% geben und mach das auch, sondern auf der anderen Seite, ja, sozusagen diese Motivation nicht komplett wahnsinnig auf den Platz bringen konntest und sagst, ich verausgabe mich heute und wenn ich dann am Sonntag auf der Bank sitze, dann ist mir das egal, sondern so auch dieses, ach ja, wir haben vielleicht noch die wichtigen Spiele in der Bundesliga, vielleicht denken die Spieler zu viel nach, ich verstehe es nicht. Es ist aber auch gerade echt eine schwierige Ausgangssituation, weil du weißt halt nicht, auf was du dich da jetzt an der Stelle fokussieren sollst, weil fokussierst du dich auf den Pokal und haust das da in den Sack und versagst dir damit gleichzeitig auch die Platzierung in der Liga, hast du irgendwie beides nicht, gehst da halt eher auf die Liga, weil du den Pokal sowieso schon übersollt bist, dann ärgerst du dich nachher vielleicht, weil du es nicht probiert hast. Die Spieler sollen überall 120% geben und der Trainer entscheidet dann am Ende, wer spielt und fit ist. Ich finde, kann du mir aber einen Unterschied zwischen beiden Spielen machen. Ich finde, du kannst nicht Leverkusen und Chelsea miteinander vergleichen, weil ich finde, das Chelsea-Spiel war einfach, die waren körperlich, glaube ich, fertig. Wenn du dir anschaust, Sebastian Rode, der hat irgendwie, keine Ahnung, hat sich ein Zeh gebrochen oder dann hat er noch irgendwie einen auf die Fresse bekommen, wie sonst auch immer, und hat trotzdem weitergespielt. Das sind so, und trotzdem hat er alles gegeben. Hm. Mental war der da, aber der kann halt irgendwann auch körperlich nicht mehr. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Faktor. Und ich glaube, bei Leverkusen, sorry, aber an Jetro Willems, warum soll der bitte kaputt sein? Was ist seine Ausrede? Also, so, das ist eine mentale Schwäche. Ich glaube aber, das Problem ist auch so ein bisschen, also
zum einen kann ich mir nicht vorstellen und fände es auch fatal, wenn Spieler sich solche Gedanken machen, wie gebe ich jetzt irgendwie in dem Ligaspiel mehr oder in einem Europapokalspiel. Also das ist was, wo der Trainer vielleicht irgendwie justieren muss, aber da dürfen die Spieler überhaupt nicht drüber nachdenken. Genau. Ja, aber die sind jetzt natürlich in der Saisonphase auch in einer Situation, in der sie was zu verlieren haben. Und das hatten sie halt sehr, sehr lange nicht in der Saison. Die konnten nur gewinnen. Und jetzt plötzlich haben sie halt eben nur noch diese wenigen Spiele. Und in denen geht es halt eben nochmal um alles, weil tatsächlich alles so dicht zusammen ist da oben. Und ich meine, du kannst jetzt halt eben in den zwei Spielen in der Europa League weiterkommen oder rausfliegen. Klar, das hast du jede Runde. Aber jetzt geht es halt tatsächlich ums Finale. Und du kannst halt eben in der Bundesliga noch alles erreichen, aber auch noch alles verspielen. Und ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Naja, klar, das ist natürlich eine ganz andere Drucksituation. Du musst jetzt viel mehr da auch tun. Auch von außen wird ja immer mehr dann auch zugetragen, dass du da irgendwie noch was erreichen musst. Und das ist immer wieder dann ein ganz anderes Thema. Und das kannst du auch irgendwie so lange wegmoderieren, wie du irgendwie willst. Ich glaube, das kommt auch im Hinterkopf einfach dann, gerade in so einer Situation, wenn du eben kurz vor der Pause dann noch diesen Ausgleich kassierst, der ja jetzt nicht mehr irgendwie spielerisch irgendwie zustande kam, sondern es war halt wieder so ein Standard und wir sind so blöd, den Ball da irgendwie aus dem 16er rauszukriegen. Ja, also das ist halt dann auch wieder so eigenes Unvermögen. Dann ärgerst du dich natürlich irgendwie zweimal mehr und ich glaube, man kennt das auch aus den persönlichen Situationen, wenn man dann irgendwie sagt, so von wegen, aber jetzt muss es dann irgendwie hinhauen, dann passiert im Regelfall immer das Gegenteil. Das siehst du doch auch umgekehrt. Sorry, ja. Nee, mach du. Das siehst du doch auch umgekehrt in der Bundesliga, gerade bei den Mannschaften, die früher als gedacht die Klasse gehalten haben, also sei das Mainz oder Fortuna Düsseldorf oder so, die halt plötzlich eben spielen, so dass du merkst, die machen sich überhaupt keine Gedanken mehr, weil das Minimalziel erreicht ist und dann hauen die halt auch mal einen raus, der vielleicht ein bisschen über dem Niveau ist oder der tatsächlich das Niveau ist, was sie haben, aber in so einer Drucksituation nicht immer entfalten konnten. Und umgekehrt funktioniert es halt genauso oder funktioniert es dann halt eben entsprechend nicht. Hm. Und ich finde auch, dass man ja auch sagen muss, das hat man gegen Inter Mailand auch gesehen, auch wenn man immer sagt, ja, okay, wir spielen jetzt in der Europa League, wir haben schon viele große Mannschaften gehabt. Ich will auch nicht wissen, was das in den Köpfen so ein bisschen bedeutet hat, auf einmal gegen Chelsea zu spielen. Also so gegen Inter, fand ich, hatte man es auch im ersten Spiel, dass man es gemerkt hat, dass sie schon ein bisschen Respekt hatten und beeindruckt waren. Stimmt, und ich meine, dann gegen Chelsea auch am Ende des Tages, weil das sind halt einfach die großen Namen. Ich meine, für uns als Fans ist es oder so niemals erträumt, dass man so welche Spieler bei uns mal auf dem Rasen sieht, außer bei einem gratteligen Freundschaftsspiel. Und für die Spieler im Eintracht-Trikot auch nie erwartet. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den man nicht unbedingt außer Acht lassen darf. Ja. Ja, klar, das ist dann vielleicht auch noch so, dass du natürlich jetzt auch nochmal so einen ganz anderen Gegner hast, der auch nochmal auf einem ganz anderen Level ist, wo du dich dann auch nochmal ganz anders da präsentieren willst. Und ich meine, sie haben das ja, wie du schon eingangs gesagt hast, wir haben am Ende ja das Unentschieden gehalten gegen eine Mannschaft wie Chelsea, die eben dann noch einen Hazard von der Bank bringen, die einen Kanté, einen Jorginho da im Mittelfeld haben, die den teuersten Torhüter aller Zeiten irgendwie da im Tor stehen haben, die diesen komischen Franzosen da vorne dran rumrennen haben. Also das ist ja schon ein ganz anderes Level auch an Spielern, an Namen, die da irgendwie auftauchen. Da willst du vielleicht dann auch wirklich einfach noch bis zur letzten Minute irgendwie, das haben sie dann auch getan. Aber das kostet dich halt dann für den Rest, der dann noch irgendwie danach kommt, einfach auch eine Menge Energie. Haha, kostet dich. Entschuldigung. Ah. Oh. Ui. Oh. Du kriegst zu viel Zeit mit Max im Rasenfunk. Ah. Sehr gut. Ah. Der war so schlecht, der kostet fast gar nichts. An dieser Stelle endet diese Sendung leider. Ja. Geht schon wieder. Geht schon wieder? Gut, genau. Dann sind wir ja. Glücklich. Und was ich auch noch einen spannenden Faktor fand, den ich mich gefragt habe, während ich das Spiel gesehen habe, die Eintracht spielt ja schon eher, sagen wir mal, eine englische Spiel, also sehr ruppig und geht gut drauf, also korrekt. Entnervt den Gegner ja auch. Ja. Was das für eine Wirkung auf eine Mannschaft wie Chelsea hat, die aus der Premier League kommt, die das ja für die das gang und gäbe ist, weil ich fand, man konnte sie damit, aber es kann auch ein krass subjektiver Eindruck sein, nicht richtig beeindrucken. Nee, konnte man nicht. Wen man beeindrucken konnte, war hier Freund Giroud,
Ja, der, genau, aber der ist, zählt ja nicht. Der, ja, aber der von Hinteregger quasi permanent irgendwie abgelaufen wurde. Also der war dann schon mega entnervt irgendwann. Also das hast du ihm richtig angesehen. Ja, klar. Und dem, aber dem, der ist ja, also das ist ja so ein typischer Sturm. Also ja, da. Und wen du auch noch relativ gut entnerven konntest, war Issyasari, der Trainer von Chelsea. Der also konnte nicht rauchen. Dass der den Filter, den er da in der Hand hatte, nicht irgendwann gefressen hat, war eigentlich noch alles. Der war sowas von sickig. Schön. Ja, das hat er ja auch gesagt, dass sie die ersten 20 Minuten nicht richtig ihr Spiel spielen konnten und nicht richtig Zugriff hatten und so. Aber nichtsdestotrotz hast du halt diesen Respekt, den du dir erschaffst mit der Spielweise, den hast du vielleicht nicht unbedingt gegen Chelsea, die erarbeitet, weil klar, beim Giroud schon. Aber das ist einfach ein typischer Stürmer, das ist ja vollkommen wurscht. Wenn du einen Gegenspieler hast, der dir 90 Minuten lang auf die Eier geht, dann hast du keinen Bock mehr und du weißt noch nicht mal den Namen von dem, ist dir auch eigentlich scheißegal, so, dann bist du genervt davon, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Ja, aber ist Chelsea so, ich muss sagen, von der Spielweise her ist ja, ich glaube, gerade dieses harte Pressing und harte Angehen ist bei der Spielweise von Chelsea gerade das, was uns hoffentlich auch im Rückspiel dann den Erfolg bringt. Denn dieses schnelle Umschalten, ich fand schon, dass das teilweise Chelsea auch schwer gefallen ist. Und das, glaube ich, ja, das einzige Mittel ist, wie du so eine Mannschaft dann zum Fällen bringst. Ihr habt natürlich recht, dass das nicht diesen Eindruck macht, wie weil sie es einfach aus dem Liga-Alltag schon gewöhnt sind. Obwohl ich finde, dass Chelsea nicht den klassischen englischen Fußball selbst spielt, sondern schon sehr, ja, auch mal versucht im Endeffekt, ja, mehr nach vorne, nicht diesen ganz harten Fußball, etwas Schönspielfußball auch zu spielen. Und da kannst du mit dieser Härte natürlich schon gut unterbinden, schnelle Balleroberungen und dann hoffen, dass die Mannschaft sich noch nicht positioniert hat und wir dann entsprechend ein Tor machen können. Ich fand gerade bei dem 1-0, hat mir auch gemerkt, ich glaube, es kam aus einer Balleroberung, sogar Jovic war da Jovic auch, glaube ich, schon mit. Hat den Ball erobert, hat ihn dann nach außen auf Kostic gespielt und der haut dieses Ding dann da rein. Wieder als Flanke rein, um dann Kopfball schön reinzuziehen. Da merkst du im Endeffekt, wenn du mit schnellem Umschaltspiel, gerade durch dieses harte Drangehen und so weiter, diese Chancen würdest du dir sonst gar nicht erspielen. Und ich denke schon, dass das gegen Chelsea auch das Mittel zum Zweck ist, um ein Rückspiel. Ne, ich glaube, es kommt aber auch da ganz so ein bisschen drauf an, wo du das dann hast. Das hast du in dem Spiel halt auch wieder gesehen. Also da hast auf den Außen hast du halt so diese, bei Chelsea diese Schnellen, die vielleicht auch eher mal so ein bisschen schön spielen wollen, gerade mit so einem mit so einem William und mit so einem Pedro. Bei Hazard ist das wieder so ein bisschen was anderes. Und in der Mitte hast du halt einfach mit einem, Achtung, aufpassen, mit einem Kanté eine ganz schöne Kante da stehen. Ich weiß, der war jetzt auch wieder fies. Abbruch. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das ist halt auch so ein Spieler, bei dem kannst du mit Pressing halt nicht viel anfangen. Also der lacht halt einmal kurz und dann läuft er weiter. Das interessiert ihn halt nicht. Und auch ein Jorginho oder ein Kovacic, der dann später reinkam, das sind halt auch ganz andere Spieltypen. Also es kommt dann auch wieder für mich sehr drauf an, wo du diese Pressing-Taktik dann irgendwie bei Chelsea dann irgendwo da ansetzt. Auf jeden Fall, klar. Nicht jeder Spieler lässt sich davon beeindrucken, aber das ist, glaube ich, schon, oder wie seht ihr das denn? Das ist schon so ein bisschen das Mittel zum Zweck, weil du hast ja hier sonst kaum Möglichkeiten. In der individuellen Stärke, ihr habt es schon gesagt, was hier an Namen aufläuft, da ist im Endeffekt noch der sagenumwobene Jovic mit 60 Millionen der absolute Superheld, der aber jetzt auch gerade seine erste gute Saison spielt, da lachen die sich tot. Und halt wenn dann auch noch so, nie einer was davon gehört von dem Typen, ja? Also genau. Und dann hast du hinten in der Abwehrspieler stehen wie Fayette, tut mir leid, ist Euroleague natürlich immer ausgenommen. Es ist halt einfach, ach, es kann heute mal so sein, morgen so. Ein Hinteregger ist halt eine Kante, aber ist jetzt auch nicht der Spieler, wo du unbedingt vor Angst nicht auf den Platz gehen willst, wenn du ein Chelsea-Spieler bist. Und dementsprechend denke ich schon, dass nur durch dieses, oh, der wird richtig angelaufen, der wird richtig hart angegangen. Ich freue mich drauf, dass Rebic im Rückspiel wieder spielen kann. Denn er hat natürlich gestern eine schlechte Leistung gezeigt, wie die gesamte Mannschaft. Aber gerade so ein Spieler, das ist für mich jemand, der könnte den Ausschlag geben, insbesondere auch den Spielern so richtig auf die Nerven zu gehen, schnellen Ball zu erobern und einen guten Pass zu spielen. Ja, das hast du auch gemerkt, das hat ein bisschen da gefehlt. Ja, das wäre super. Aber das Thema ist, glaube ich, für die Saison echt durch. Wobei, nee, also ich hab, der ist gerade in Fuschl. In was? In Fuschl. Ja, wieder in Österreich, ja. Ach so. Genau.
und aber das schwimmt kann, das dort. Könnte doch sein, dass er eventuell tatsächlich noch ein, zwei Spiele die Saison macht. Also entweder jetzt am Donnerstag schon oder in Mainz zumindest im Kader steht, habe ich zumindest gelesen. Okay. Ja. Ja, nichts, um deine Frage zu beantworten, ist es auf jeden Fall eine Taktik, die man spielen muss und auch die einzige Taktik, um ehrlich zu sein, wie wir gestern gesehen haben, die Eintracht gut beherrscht und auch woraus sie ihre Tore entstehen am Ende des Tages. Also da muss man auf Pressing gehen und da muss man die entnerven, weil nur so schafft man es auch. Also ich glaube, anders wird es nicht gehen. Und dann muss man hoffen, dass man mit Jovic und Rebic, ich finde, man sollte mit entweder Paciencia oder Haller auch spielen, weil ich finde, so einen Stoßstürmer würde in dem Spiel gut tun. Ja, auf jeden Fall. Hat man einfach noch ein paar Optionen. Sollen wir dann einfach den Ausblick für das Chelsea-Spiel an dieser Stelle dann gleich mitmachen, wenn wir da gerade schon so schön im Fluss sind und reden dann komplett über die Bundesliga? Was haltet ihr davon? Gerne. Yay! Yay! Ihr ja. wollt ja nur rauszögern. Na gut, okay. Ja, auch das. Genau, wir spielen am jetzt kommenden Donnerstag 21 Uhr in London. Ich glaube, offiziell sind es irgendwie 2.800 Karten. 2.200 irgendwas waren es, glaube ich. Ja, also knapp 2.300. Gefühlt ist es wahrscheinlich eher so, dass die eine Hälfte von London wird mit dort ansässigen Menschen gefüllt sein und die andere Hälfte wird wahrscheinlich mit Eintracht-Fans gefüllt sein, die einfach in großen Mengen auch aufgrund des relativ kurzen Anreiseweges dorthin unterwegs sind. Also habt ihr was gehört? Also ist es tatsächlich so, dass viele... Schauen wir mal, wie gut die Kontrollen sind. Ja. Drunter mogeln wollen? Ja. Doch, also kennt ganz, ganz viele. Also, ich habe auch ganz viele, die die Woche unterwegs sind. Und das sieht sehr stark danach aus, dass das bedeutend mehr sind, als offiziell irgendwie Karten verfügbar sind. Was für mich jetzt auch absolut nachvollziehbar ist. Also, ist es denn ausverkauft? Also haben die Chelsea-Fans Interesse an diesem Spiel? Es gab nur so seltsame Membership-Ausgaberunden, sage ich jetzt mal. Da konntest du im Endeffekt in der ersten Runde jeweils als Dauerkarteninhaber und Mitglied konntest du eben eine Karte bestellen und, glaube ich, noch eine zusätzliche. Und den freien Verkauf, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was reingegangen ist, aber ich hatte nämlich auch mal geschaut gehabt damals am, ich glaube, es war der 29. Da ging es dann in den freien Verkauf, da war eigentlich sofort alles ausverkauft angezeigt. Also da scheint schon, jetzt ist natürlich die Frage, wer hat diese Karten gekauft und sind die nur für einen Zweitmarkt gedacht gewesen oder haben die Chelsea-Fans tatsächlich Lust drauf? Ich meine, gegen Prag war es fast ausverkauft. Könnte ich mir vorstellen, dass man im Halbfinale gegen die Eintracht vielleicht noch ein bisschen mehr Lust hat, bei dem Ergebnis auch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Chelsea-Fans da sind. Halbfinale, du willst auch noch wirklich irgendwie einen Titel mitnehmen, nachdem du ja dann in der Premier League jetzt auch nicht mehr irgendwie um die Krone am Ende mitspielst. Sie haben, glaube ich, ja ihren Champions-League-Platz sicher, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, aber zumindest irgendwie auch was, was du dir in die Vitrine stellen kannst, willst du dir dann noch mitnehmen. Ja, und vielleicht dann im Finale irgendwie gegen Arsenal spielen, also der eine gegen den anderen, das willst du vielleicht auch noch irgendwie mitnehmen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Fans da einfach auch Bock drauf haben. Ja. Also. Ist ja jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber nee. Ist ja schon immer so für so Teilnehmer, Dauer-Champions League-Teilnehmer nicht unbedingt super. Bisschen verpönt, ja. Sagen ja, wir es so. Stimmt. Ja. Ja, Donnerstag vor Ort dort. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch oder was hättet ihr gerne aufstellungstechnisch? Also auf jeden Fall nicht wie bei Leverkusen. Okay. Warum nicht, verstehe ich gar nicht. Ja, alle guten Dinge sind zwei und so. Ja, eben. Ich hätte gerne vorher vorne die Büffelherde. Aber das ist wahrscheinlich... ja, das ist... So nur die Büffelherde light mit Paciencia, ja. Ja, da würde ich dann auf zwei nur gehen, weil ich hätte gerne, dass wir eine Alternative vorne drin haben. Also zum Einwechseln. Okay. Also entweder man hat drei und kann dann Paciencia noch bringen, weil ich finde, der bringt immer ein bisschen Wind mit. Okay. Oder man hat zwei und lässt dann einen Rebic oder einen Jovic auf der Bank und wechselt denjenigen dann ein. Okay.
Also gut, dann fangen wir doch am besten mal, aber trotzdem von hinten erstmal an. Also klar, Trapp bleibt auf jeden Fall. Das ist aber ungewöhnlich. Hinteregger, Abraham, Fayette, was meint ihr? Also ich muss wirklich sagen, Fayette in ich der ich will nicht Euroleague Fayette. Nicht. Nein. Das ist so, der hat jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht und ein okayes Spiel und ich glaube, das ist dann auch das Maximum. Okay, dann würde noch Endika bleiben, der ist ja wieder spielberechtigt, ne? Ja, der darf gerne spielen. Also der ist jung und der hat einen Patzer gemacht und so weiter und ich glaube, er will ihn jetzt auch ein bisschen sanft wieder heranführen, aber also abstrafen, nicht, ich würde ihn da jetzt nicht für abstrafen, nur weil er da einmal jetzt irgendwie den Bock geschossen hat. Also genau, eben. Also ich würde ihn lieber sehen, weil ich glaube, er ist der Bessere als im Gegensatz zu Fallett. Ja. Und persönlich würde ich ihm einen Fehler, glaube ich, auch mehr verzeihen als Fallett. Aber das ist rein subjektiv. Aber ich glaube, die agieren auch besser miteinander. Dann ist natürlich die Frage, ich sehe es nämlich auch gerade schon, René, du schreibst ja schon rein, Hasebe natürlich am besten als Libero hinten drin, ist natürlich dann die Frage, wo stellst du einen Endika respektive Fayette überhaupt hin? Brauchst du die dann überhaupt in der Stadt? Brauchst du sie, kannst auch mit Hinteregger, Hasebe, Abraham spielen. Das wäre so mein Gedankengang gewesen, so ganz, ganz klassisch, weil ganz ehrlich, ob wir jetzt da am Ende 2-0 gewinnen oder 4-2 irgendwie oder 4-0 von denen überrannt werden, weil wir zu offensiv sind. Also ich meine, da geht es jetzt auch irgendwie um alles. Ja, Abraham hat auch wieder ein bisschen was gut zu machen. Ich denke, dass der auf jeden Fall auch eventuell da noch. Und so eine eingespielte Abwehr, wichtig, wenn du ja gerade auch diese Automatismen da hinten brauchst, halte ich jetzt auch nicht für verkehrt. Und ganz ehrlich, wie oft soll uns bitte Hasebe da noch irgendwelche Bälle von der Linie retten? Also den will ich ganz klar da hinten irgendwo haben. Ja, okay, ja? Sehr gut. Und andererseits hast du dann natürlich auch mit einem Dicker und Fallett zwei, die du gut einwechseln kannst, sollte sich einer von denen eine gelbe Karte holen oder gefährdet sein oder verletzen oder sowas. Und das ist ja auch nicht unwahrscheinlich bei den zwei. Deswegen finde ich, kannst du gut mit den drei spielen. Okay, gerne. Gut, dann genau. Dann Kostic, außen, ich glaube, Mittelfeld ist auch irgendwie klar, ne? Kann denn Rode wieder spielen? Ja, ja. So ein bisschen. Der war ja geschont. Okay. Das war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Den wirst du nicht irgendwie da vom Platz kriegen. Also, der spielt auch mit dem Ganzkörpergips oder so. Wenn du dem nicht vorher einen Fuß abhackst, damit er dann irgendwie nicht laufen kann, dann wird er da schon irgendwie auflaufen. Okay. Sondern ist jetzt die Frage noch? Frage mit der Offensive, mit den dreien da vorne oder mit 2+1? Total begeistert. Also ich finde, Gacinovic macht leider keine gute Figur. Schwierig, ja. Aber weder dann offensiv noch defensiv. Ich finde, er wählt immer die falsche Entscheidung. Offensiv ist es immer, wenn du weißt, er ist am Ball, dann passiert nichts. Und auch seine Schüsse sind nicht besonders gefährlich. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also hat nicht wirklich überzeugt, obwohl er natürlich gerade in wichtigen Spielen, wie wir wissen, auch gerne mal ein Törchen macht. Ja, oder in wichtigen Spielen. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn du ihn einwechseln kannst, finde ja ich. Ja. Also ja, ich fand schon. Was ist denn eigentlich mit dem Toro? Naja. Ja, das wäre auch noch so eine Frage. Das ist eine gute Frage. Der war nämlich gegen Leverkusen nicht im Kader. Als Zehner oder irgendwas? Nee. Anscheinend also ich sehe realistisch für eine Zehnerposition, die es ja dann so mehr oder weniger wäre, eigentlich aktuell nur zwei Spieler bei uns wirklich im Kader, die das irgendwie machen könnten. Und das eine wäre Gacinovic und das andere wäre ein Rebic. Ja, obwohl ich glaube, da geht es eher auch darum, eventuell Fernandes ersetzen durch Toro und Rode ein bisschen nach vorne ziehen. Oder Fernandes und Toro und Rode ein bisschen nach vorne ziehen, wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, aber bist du dann nicht so offensiv? Weil du ja. Ist es nicht wurscht? Ja, aber da war. Ich widerspreche mir gerade selbst. Also, das wäre noch eine Möglichkeit, die wir natürlich hätten, obwohl ich eigentlich auch. Ich würde ja gerne die Büffelherde spielen sehen, dem wir natürlich leider. Haller mache ich mir wenig Hoffnung, dass er wirklich vielleicht mal für 10 Minuten Kurzeinsatz vielleicht kommen kann. Dementsprechend denke ich schon, dass man vielleicht mit. Ja, Rebic von Anfang an ist schon wichtig, denn ja, das ist eigentlich auch der Spieler, der richtig Vollgas halt gibt, ne? Ja. Ja, der nervt die auch. Der wird die auf jeden Fall nerven und du brauchst auf jeden Fall auch einen Jovic da vorne, weil der auch immer wieder gerne dasteht, wo er irgendwie, wo er ja, halt dann, hin muss. Also machst du halt Rebic, Jovic und
Paciencia auf der Bank, wenn Haller nicht fit ist. Okay, da fehlt aber noch einer auf der 8 oder 10 oder wie auch immer. Ja. Ja, oder du gehst halt wirklich all in und stellst einen Rebic auf die 10 und sagst hier, nee. 90 Minuten, mach, was du willst. Hauptsache, du kommst am Ende wieder. Ah, Paciencia ist halt schon gut, auch als Einwechselspieler. Das stimmt schon. Ja, das kannst du nochmal ein ganzes Spiel, gerade wenn es so ein bisschen knapp am Ende ist, Langholz geschossen wird, das ist natürlich dann schon nochmal ein schöner Wechsel. Dementsprechend, ich denke auch, wenn es okay ist für euch, entweder Toro, was ist denn, keine Ahnung, also den jetzt mit einzusetzen, auch wenn man gar nicht weiß, was jetzt war. Am Ende musst du halt mit einem Fernandes wieder spielen. Hm. Also, bin zwar auch nicht der größte Fan, aber ist auf jeden Fall die sicherste. Dann wäre Fernandes und davor dann doch Gasinovic. Mhm. Bleibt ja nicht mehr viel. Es stellt sich dann so ein bisschen von alleine auf. Weil viele Alternativen, ich wüsste jetzt auch niemanden mehr. Den haben wir noch jemanden vergessen? Den Guzmán. Hm. Ja. Ja. Nee. Naja, du hast Abraham, Hinteregger, Fallett, dann hast du Hasebe. So, jetzt habe ich den Überblick verloren. Ach, du hast Hasebe doch vor die Abwehr gestellt. Wir hatten ihn in die Abwehr gestellt. Ach so, ja, ja, genau. Sorry, ja, genau. Ich sage ja, ich habe den Überblick verloren. Abraham, Hasebe, Hinteregger in der Abwehr. Davor Kostic, Da Costa auf den Außen. Rode, Fernandes oder Toro, je nachdem, in der Mitte. Ein Gašinović da vorne, davor und ganz vorne dann ein Rebic und ein Jovic. Und dem Gašinović müsste bitte mal einer sagen, dass er mit dem Mimi und ich bin gefoult worden aufhören soll. Was hat er sich dabei gedacht? Einfach mal weiterlaufen. Ja. Warum ist er nicht gelaufen? Das möchte ich bitte noch einmal erklärt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwie die einzige halbwegs sinnvolle Erklärung, die ich dafür hätte, wäre, dass er festgestellt hat, dass er den Ball nicht erlaufen kann, weil er doch zu weit nach vorne gespielt ist und gehofft hat, dass er irgendwie da den Freistoß ziehen kann, aber das war halt auch so eine vollkommen dumme Situation, das an der Stelle zu versuchen. Also, ah. Also ich wäre für Rode Fernandes auf und würde den Toro statt Gacinovic davor. Okay, also Rode dann davor. Okay. Oder Toro auf die 8. Ich würde es auch mal mit Toro versuchen. Ich weiß gar nicht, ob das in letzter Zeit mal gespielt, aber ich glaube, der also kann das gerne nicht schlecht und kann das Spiel eigentlich ganz gut aufbauen, weil mir fehlt immer so ein bisschen so ein Spielmacher bei der Eintracht noch. Ja. Und ja, der das Spiel so ein bisschen lenkt. Nö, nee, könnte ich völlig mitleben mit der Aufstellung auf jeden Fall. Okay. Hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir das so, es sei denn, die Frau Wortpiratin hat da noch eine Idee, an die wir gar nicht gedacht haben bis jetzt. Nee, ich habe euch beeindruckt zugehört und mich zwischendurch kurz ausgeklinkt, um meine Nase wieder halbwegs frei zu kriegen, aber ich kaufe das so. Hervorragend. Ich glaube auch, dass eure Expertise meine da weit übersteigt. Insofern war das sehr interessant, euch da beim Duell zuzuhören. Oh, aber jetzt wird's wichtig, Mara, dann fängst du bitte an mit den Tipps. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass es auf jeden Fall so ausgehen wird, dass die Eintracht am Ende im Finale steht. Tendenziell aber eher mit einem Unentschieden. Also müsste dann Minimum ein 2-2 sein. Das wäre dann auch mein Tipp. Gut. Okay. Dennis? Ich hoffe auf ein 1-0 für die Eintracht. Alice? Ja. 3-3. Oioioi. Spektakel. Tja. Dann habe ich auf jeden Fall einen Herzinfarkt. Ja, den bei dem 0-1 hast du keinen Herzinfarkt. Nein, natürlich nicht. Ja, in den letzten 5 Minuten wirst du nicht sterben, wenn es schon 0-1 für die Eintracht steht. Bestimmt nicht. Ja. Wir werden sehen, ja. Also ich war am Anfang bei meinem Tipp auch mit einem 2-2. Aber, nee, ich glaub, dann hast du auf 3-3 erhöht und jetzt musst du 4-4 sagen, damit sich nichts doppelt. Dann hat er das Leverkusen-Spiel gesehen, glaube ich, kommt. Ich glaube, das wird ein ganz, also als Eintracht-Fan wird das ein ganz schwer ansehendes Spiel,
weil es wird am Ende mit einem ganz knappen 2-1 für uns ausgehen, aber das 2-1 fällt irgendwann so in der 88. Minute und es gibt locker 5 Minuten Nachspielzeit und die werden, die werden richtig eklig. Noch so ein Sterbeergebnis. Das wird ein richtiges, Sterbeergebnis werden und das wird zu einer Menge Alkoholvernichtung führen. Wir sind uns einig, dass bei allen 4 Ergebnissen definitiv vorher ein Testament gemacht werden sollte. Ich bin, ja, definitiv. Also das wäre, glaube ich, echt notwendig an der Stelle. Gut. Ja, entweder das oder kleiner Tipp an die Menschen, die mit Basti unterwegs sind, Schlüssel und Handy wegnehmen. Genau. Das ist sonst irgendwo. Ja, Kappe alles außer sind 6-1 von Chelsea ist, glaube ich, auch ohne Herzklabaster auszuhalten. Ja. Ja, also, aber sind wir mal ganz ehrlich, egal wie das Ding am Ende des Tages ausgehen, wir haben eine grandiose Euroleague-Saisonphase, Pokalspiel, whatever-Runde dahingelegt. Also, das war so jenseits von allem, was wunderschön ist. Also, da kannst du am Ende keinem irgendwie böse sein. Na, aber sowas musst du jetzt noch nicht sagen. Jetzt gewinnt das Ding halt erstmal. Und ja, das wenn es noch anders kommt, dafür kannst du dir solche Sätze ja aufheben. Du hast ja die Ergebnisse gerade eben gehört. Also, dass wir auf jeden Fall weiterkommen, das ist ja vollkommen klar. Ja, das steht ja vollkommen außer Frage. Und das wird das Ganze halt einfach noch viel schöner. Und dann wollen wir am Ende halt einfach nur diesen Scheißpokal. Bin noch gespannt, wie sie die 1,4-Tonnen-Fahne dahin schaffen. Aber schau mal. Mit so einem Lastenflieger von der Bundeswehr wahrscheinlich. Was wäre euch lieber? Jetzt mal das Spielchen. Europa League-Titel und Bundesliga Platz 8 oder Bundesliga Champions League Platz und Europa League Halbfinale aus? Klar, Champions League nächstes Jahr. Ja, aber das schaffst du ja so oder so. Ja, stimmt, ne? Durch den Titel kriegst du also das ja so oder so. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Titel hast, dann hast du das Ding und wenn du auf bis Platz 4 okay, dann Platz sag vier ich hältst, nur, dann. Ja, sag also, ich nur Finaleinzug. Ohne Ausgang. Also, wenn ich es mir wirklich wünschen könnte, dann wäre es halt wirklich Finaleinzug plus Platz 4 in der Liga. Das wäre so mein ultimatives Lieblingsergebnis. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht alleine, um jetzt mal ja, aber das sind dann vielleicht wirklich zu raten. Vielleicht wirklich die Auswirkungen von dem Whisky von gestern. Also ich muss sagen, Platz 8 in der Liga wäre echt schon nochmal eine richtige Ohrfeige. Da würde ich echt mega kotzen. Ich habe heute die Diskussionen gelesen, auch teilweise mit Bekannten, die geschrieben hatten, ach, hört doch auf, auch auf keinen Fall Siebter werden. Sonst hast du diese dämlichen Quali-Spiele und bist da aus der Vorbereitung raus, dann lieber gar nichts nächstes Jahr und wieder voll angreifen übernächstes Jahr. Sehe ich ein bisschen anders. Ich muss wirklich sagen, die Eintracht sollte da auch versuchen, alles mitzunehmen. Ist natürlich ein Argument, dass du sagst, ach, dieser Mist mit diesen, ich glaube, du musst sogar 2 Quali-Runden spielen als Siebter dann und es zieht sich ja voll in die Vorbereitung mit rein. Wird schwierig, aber gerade auch in dem Faktor, wir haben es vorhin angesprochen, Spieler, die bei uns bleiben sollen oder Spieler, die vielleicht zu uns wechseln, für die ist das auch nochmal eine Perspektive und die Eintracht, die Gegner waren jetzt ja nie super, super geil, wo du gesagt hast, ach du Mensch, da ist keine Chance weiterzukommen in der Quali-Runde, sondern Quarabak oder was wir da hatten damals. Danke, genau. Nein, das ist natürlich was, ist natürlich ärgerlich, es wäre super, super ärgerlich, aber ich hoffe, dass wir international auf jeden Fall im nächsten Jahr spielen. Deshalb Platz 8 wäre für mich nicht akzeptabel, dann müssen wir leider auf die auf den Sieg in der Euroleague gehen. Oder Finaleinzug, hast du ja gesagt. Das ist dann im Endeffekt meine Variante. Ich frage mich ja so ein bisschen, das klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, dass wenn man jetzt in Anführungszeichen nur in der Europa League einziehen würde und auch mit Quali, ob dann dieser Hype, wie du es jetzt diese Saison hattest, diese wahnsinnig geilen Momente, ob du dann daran anknüpfen kannst, weil du dann schon vielleicht überdrüssig bist oder sowas? Glaube ich nicht. Im nächsten Jahr wahrscheinlich noch nicht, denke ich, aber wenn du das, ich denke, im nächsten Jahr wäre noch mal eine richtige
richtige Sause, wo auch alle sich nochmal richtig motivieren können, gerade weil so viele ja auch benachteiligt wurden. Guck mal, wie viele Spiele konnten wir nicht fahren. Mit der Kontingentbestimmung, mit den Tickets, dann hast du das Geisterspiel ja gegen Marseille und so weiter. Also ich denke schon, dass da noch so viel Potenzial drin steckt in den Fans auch, die einfach nur Bock haben, da hinzufahren und richtig Ramidami zu machen. Natürlich kannst du nicht jedes Jahr diese riesigen Fahnen und die Superlative und immer weiter, weiter, weiter. Das wird nicht funktionieren, aber das musst du ja auch gar nicht. Wenn du nur noch mal an diese Leistung rankommst und entsprechend einfach motiviert bist und die Leute sind mega motiviert, gerade mit jedem, mit dem du sprichst, eigentlich sagt, wie geil ist das gewesen? Toll, dass ich es miterlebt habe. Auch im nächsten Jahr wird das wieder sein. Natürlich ist erstmal die Enttäuschung jetzt, falls es leider, wir müssen wirklich davon abgehen, das jetzt schon tot zu reden, weil sonst selbsterfüllende Prophezeiung. Ich hoffe ja, dass wir in die Champions League noch irgendwie kommen. Aber das wäre natürlich nochmal ein Quantensprung. Aber auch Euroleague nächstes Jahr, sehr geil und ich hätte richtig Bock drauf. Ich glaube, problematisch wird es nur, wenn sich das irgendwie so als Muster manifestiert, ne? Ähnlich irgendwie, wie man es jetzt bei der Hertha die letzten Jahre gesehen hat. Also wenn es tatsächlich so sein sollte, dass ihr jetzt noch irgendwie abstürzt auf Platz, sagen wir 7, und dann wäre das ja im Prinzip das zweite Jahr, in dem man irgendwie das Gefühl gehabt hat, ja, eine Phase, man kann die Champions League erreichen und rutscht dann da oben nochmal so raus. Und dann muss man halt echt aufpassen, dass das nicht das dritte Jahr hintereinander auch passiert, weil dann, glaube ich, schon so ein Frust sich irgendwie einstellt. Also so toll dann so eine Europa-League-Saison auch ist, wenn man immer so das Gefühl hat, dass gegen Ende man die Zügel noch so aus der Hand gibt, dann kann das, glaube ich, schon auch zu einem ziemlichen Frust führen. Ja, wobei ich schon auch an der Stelle, ich meine, es wird halt auch knapper. Also du hältst halt jetzt auch noch viel länger die Chancen offen, da oben irgendwie reinzukommen. Das war im letzten Jahr noch so ein bisschen anders. Also du siehst halt schon noch, dass da eine Entwicklung ist. Und ich glaube auch einfach, der Verein nimmt die Euroleague extrem ernst im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, die da unterwegs sind. Die Fans hatten das halt irgendwie lange jetzt auch nicht. Also ich glaube, ein Jahr würdest du auf jeden Fall noch hinkriegen. Aber danach, wenn du es dann wieder irgendwie nicht schaffst, dann wird es natürlich schwierig von der Argumentation. Da gebe ich dir schon recht. Ja, also ich glaube, in der Liga ist es natürlich auch nochmal was anderes. So, da nimmst du jetzt gerade den Hype ein bisschen mit aus der Europa League und ernährst dich so ein bisschen von beidem und kommst natürlich jetzt auch ein bisschen einfach in die Ermüdung rein. Wie gesagt, wir kennen das ja, dass für die Eintracht die Saison immer prinzipiell 2 bis 3 Spieltage zu lang geht. Also ja, das ist ja nicht das erste und nicht das zweite und auch nicht das dritte Mal, dass das so passiert. Und jetzt hast du aber einfach ein Halbfinale gegen Chelsea noch vor der Tür. Das muss man halt auch einfach mal, also hätte uns das jemand im Sommer erzählt, ja, die Drogen, danke, bitte einmal für mich auch. das ist unglaublich, aber trotzdem hast du halt jetzt gerade, stehst halt so krass an der Kante und hast halt irgendwie, musst halt echt gucken, dass du da nicht runterfällst und dir alles verspielst, was du, und ich bin da vielleicht ein bisschen härter und sag, alles verspielt. Natürlich bleiben die Momente, ich habe da auch gestern auf Twitter irgendwelche Diskussionen geführt, ich sag ja gar nicht, dass das wegfällt, aber es wäre so schade, wenn sich die Mannschaft nicht auch belohnen würde, sich und die Fans. Ja, das ist richtig, wobei man natürlich auch, also man muss jetzt auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wir haben jetzt auch keine schlechte Rückrunde oder irgendwas gespielt. Also wir sind jetzt 2 Spieltage vor Schluss. Wir haben jetzt schon genauso viele Punkte wie in der Hinrunde. Wir haben auch bedeutend weniger Spiele verloren als in der Hinrunde. Also da ist schon eine Steigerung drin. Die anderen haben halt jetzt in der Rückrunde auch nochmal einen draufgelegt. Genau das ist das Problem, dass die anderen Mannschaften und dieses blöde Gefälle, dass du im Endeffekt dieses Jahr, normalerweise mit den Punkten, die wir dieses Jahr geholt haben, hättest du doch die letzten Jahre immer international locker gespielt. Auf jeden Fall hätte gepasst, ne? Am Ende, ach, da hast du noch 2 Spiele, so Bonusspiele in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass diese Mannschaften und so extrem mies diesmal waren teilweise und die Punkte überhaupt eigentlich verschenkt haben, hast du natürlich dann teilweise hier Situationen, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften jetzt noch in der Lage sind, da oben reinzurutschen, bis Platz 8 ja auf jeden Fall, kann es Bremen auch noch packen. Ich weiß gar nicht, also... Ich glaube, seit gestern nicht mehr. Nee, ich glaube, es geht nur noch bis Hoffenheim, oder? Bis Hoffenheim. Bremen ist ja so weit weg, aber bis dahin ist es halt echt, du hast halt von 51 bis 54, das sind halt die Punkte zwischen Platz 8 und Platz 4. Da ist halt totaler alles... Totaler Wahnsinn. Also, ja, zweimal in den Sack gehauen und dann ist das Thema halt auch raus.
aber andererseits nicht dran erinnern, dass es mal so knapp war. Ja, sorry. Ja, aber andererseits musst du auch sehen, dass Gladbach jetzt gerade krass schwächelt und das konntest du halt auch noch nicht so richtig nutzen. Also klar, bist du auf Platz 4 gesprungen und hältst dich da noch, aber die rutschen ja gerade krass durch und dafür geht's ja fast noch, wie sich die gegenseitig noch. Und am Ende muss man sagen, haben wir halt leider das schwerste Restprogramm, wenn man von zwei Spielen als Restprogramm reden kann. Ja. Ja, das ist definitiv ein Restprogramm. Also ist halt keiner so richtig stabil da in diesen Gefilden. Ne? Nee, Leverkusen verliert wahrscheinlich auch nächstes Wochenende wieder. Das wäre sehr schön, ja. Ja, Hoffenheim, Wolfsburg ist genau dasselbe. Also da hast du auch so das Gefühl, einen Spieltag gewinnen sie, einen Spieltag verlieren sie. Da bewegt sich halt keiner so richtig weg. Nee, und du hattest halt die Chance gehabt, diesen Abstand dir zu schaffen mit einem Spiel gegen Augsburg oder also Berlin, auch dieses letzte Minuten-Ding da, ist zum Kotzen. Auch das sind so Spiele, da brauchst du halt, das sind diese 6-Punkte-Spiele, so blöd es klingt, aber da wärst du halt vollkommen raus und hättest halt die Chance genutzt und hättest dich halt selber belohnt, weil jetzt, klar hast du es noch in der eigenen Hand, aber in einer sehr zittrigen. Ja, da ist aber München, der Trottel. Sind wir mal ehrlich, im letzten Spiel in München, das ist natürlich immer so die Horrorvorstellung gewesen, dass du gesagt hast, oh, in München geht's nochmal um was, bei uns zumindest. München ist wahrscheinlich bis dahin durch. Es ist natürlich sowas, wo du sagst, ah, das ist so ätzend. Dann spielen die eventuell wieder mit so einer dritten Mannschaft und dann vergurkst du es trotzdem. Ja, aber das ist dann so diese Horrorvorstellung. Sorry, dann hast du genau. Auch nicht verdient. Das ist wie letztes Jahr gegen die Bayern. Sorry, das sind einfach Leistungen, die möchte ich nicht mehr sehen und das ist auch nicht mehr akzeptabel. Ja. Also, weil wenn du den eigenen Anspruch hast, dann musst du dann auch die Bayern zumindest dich anständig gegen die Bayern wehren in dem Zustand, in dem die Bayern sind oder in dem Zustand, in dem die Eintracht ist. So. Da lasse ich irgendwie, du hast eine Chance, die Bayern zu schlagen als Eintracht Frankfurt, so blöd es klingt. Dafür musst du die Leidenschaft, den Einsatz und den Willen zeigen und ein bisschen Glück haben und die Bayern sind im besten Fall schon Meister. Ja, aber das müssen wir ja wirklich. Na, ich glaube nicht, dass die zwingend schon Meister sind. Ich würde das Spiel gegen Leipzig erstmal noch abwarten und im Zweifelsfall, wenn die noch nicht Meister sind, also dann sind die auch deutlich nervöser wahrscheinlich, als wenn sie es schon im Sack haben. Also das würde euch wahrscheinlich eher noch Chancen eröffnen, als wenn sie mit allem schon fertig sind und da irgendwie nochmal einen lockeren Aufmarsch machen können und sich denken, wir machen heute mal vor heimischem Publikum noch ein paar hübsche Buden. Ich glaube, dass sie gegen Leipzig gewinnen werden, aber vollkommen wurscht. Ich finde, du musst dein eigenes Spiel draus machen. Ich wollte gerade sagen, also ich würde da jetzt auch nicht zu viel auf die anderen gucken, sondern auch gucken, wie wir da unterwegs sind. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich machen, Bayern und Chelsea, also da ist für mich jetzt Bayern nicht schwieriger im Zaum zu halten, wie wir das gegen Chelsea im Hinspiel geschafft haben. Ja, da sind sogar die größeren Namen irgendwie unterwegs. Also auch die sind schlagbar, wenn wir da mit einer ordentlichen Einstellung und mit einem ordentlichen System da auflaufen. Das auf jeden Fall bei den Fans anfängt, weil diese Euphorie natürlich gerade im letzten Spiel, ich weiß gar nicht, Karten gibt es ja eh schon ewig nicht mehr, ja. Aber es ist natürlich sowas, da muss dann richtig Vollgas auch gehen und nicht dieses Larifari, ach naja, Euroleague ist so toll, ich habe leider alles verspielt für die Euroleague jetzt, was ich an Einkommen habe und dementsprechend kann ich in der Liga mir keinen Spaß antüdeln. Das ist ja schon sowas, was auch in der Liga ein bisschen mir wehgetan hat, jetzt so die letzten Spiele, wo du gemerkt hast, das ist manchmal so. Euroleague ist geil, da brauchst du keine zusätzliche Motivation. Die Fans müssen auch in den Ligaspielen 120% geben, dann sind wir doch auf jeden Fall da auch gegen München im Soll. Genau, aber bevor es dazu kommt, müssen wir dann natürlich jetzt erstmal über die anderen Bundesligaspiele sprechen. Und dann fangen wir doch jetzt den vergangenen Spieltag mal ganz klassisch an und da wartet die Mara schon lange drauf, dass wir jetzt auch mal endlich über Mainz sprechen, weil ihr habt den Spieltag ja auch eröffnet. Das ist richtig. Und habt den Leipzigern, die ja auch noch sich so ein bisschen Hoffnung gemacht haben, vielleicht irgendwie auf das eine oder andere da noch irgendwie eingreifen zu können, so ein bisschen die Suppe versalzen, in denen ihr nach, ich glaube, es stand zwischenzeitlich 3-1 für Leipzig, dann noch 3-3 da draus gemacht habt. Genau. Wie konnte das denn passieren?
Die Frage ist eher, wie es passieren konnte, dass Leipzig 3-1 geführt hat, weil Mainz hat es also wirklich gut gemacht. Das 1-0 war so ein bisschen ärgerlich, weil da unser einer Innenverteidiger kurz gepennt hat, der Hack. Das 2-0 hätte, da können sich ja, glaube ich, also die meisten Zuschauer dieses Spiels darauf einigen. Also da hätte man eigentlich vorher abpfeifen müssen. Ich bin ja, also nicht, weil sie eine Frau ist, sondern tatsächlich, weil ich sie für eine gute Schiedsrichterin halte, jemand, der sehr gerne Bibiana Steinhaus sieht, und habe mich auch gefreut, dass sie das Spiel geleitet hat am Freitagabend. Das hat aber nicht besonders lange gehalten. Das war sehr durchwachsen, fand ich, was sie gemacht hat, und man kann dann in so einer Situation, so wie vor dem 2-0, natürlich noch sagen, okay, sie steht ungünstig, aber dann verstehe ich halt nicht, wozu man irgendwie einen Videoassistenten hat, also weil der Orban, der schmeißt sich halt einfach nur ins Kreuz, und also das hat überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie den Ball kriegen zu wollen, und wenn man das abgepfiffen hätte, dann wäre das 2-0 auch nicht gefallen. Also insofern war das irgendwie ein bisschen ärgerlich von der Entstehung. Ja, dann gab es ja noch den Zusammenprall von Onisivo mit dem Leipziger, der sich dabei, wie man mittlerweile weiß, eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, das aber ja in dem Moment auf dem Platz nicht gemerkt hat. Also das ist ein Thema, ich meine, das zieht sich ja aktuell irgendwie auch durch die Diskussion, wo man, finde ich, also ganz dringend mal ran muss. Der hat im Nachhinein sogar gesagt, dass er kurz weg war tatsächlich und dann aber das Gefühl hat, das geht irgendwie wieder. Und also das dürfen irgendwie meines Erachtens die Spieler in so einer Situation einfach dann nicht selber entscheiden, weil das so gefährlich ist und also auch so viel nach sich ziehen kann. Für uns war es natürlich schön, dass er den Anschlusstreffer dann noch gemacht hat, kurz vor der Halbzeit. Also es war so quasi das Gegenstück zu eurer Leipzig-Geschichte. Eine 43. Minute war natürlich psychologisch irgendwie gut, dass man in die Pause geht und das Gefühl hat, da geht noch was. Ich hatte da noch was ganz kurz dazu. Hatte ich da nicht was gelesen, dass er auch gesagt hat, er kann sich an das Tor nicht mehr erinnern? Genau, ja. Es war tatsächlich so, dass sie ihm in der Halbzeitpause wohl zu dem Tor irgendwie gratuliert haben und er dann nicht wusste, dass er ein Tor tatsächlich erzielt hat. Und also sie haben ihn dann irgendwie noch so ein bisschen veräppelt. Also der Sandro Schwarz hat dann wohl noch irgendwie so zu ihm gesagt, irgendwie er hätte gerade seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert, was dann hinterher teilweise in den sozialen Medien so ein bisschen kritisiert wurde, so als ob der Schwarz es irgendwie nicht ernst genommen hätte. Aber das, also okay, du hast es einfach in der Situation im Spiel irgendwie nicht mitbekommen. Und die haben sich natürlich alle saumäßig erschrocken. Es war dann also auch natürlich total klar, dass Onisivo nicht wieder irgendwie rausgeht. Der hat dann auch die Nacht im Krankenhaus verbracht tatsächlich. Ja, und dann war es halt so ein bisschen blöd, war dann quasi, also der Auftakt in die zweite Hälfte war dann genau das Gegenstück von den letzten paar Minuten in der ersten Hälfte. Da haben wir dann halt direkt irgendwie nach 4 Minuten uns das Tor von dem Werner gefangen. Das war absolut unnötig, also zumal ich Werner-Tore auch echt überhaupt nicht brauche bei mir im Stadion. Braucht man generell nicht, also die kriegen ja generell irgendwie den Stempel unnötig. Ja, aber dann war es tatsächlich, muss man sagen, eine Willensleistung. Also man hat gemerkt, die Mannschaft hat ja im vorangegangenen Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt geschafft. Und es gab nach dem guten Auftakt der Rückrunde mit 2 Siegen, wo man dann so das Gefühl hatte, man hat quasi schon fast die Klasse gehalten und kann sich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben orientieren, gab es so eine unfassbare Leistungsdelle. Leistungsdelle ist eigentlich falsch, es war in Teilen auch nur eine Ergebnisdelle. Es gab auch 1-2 Spiele, wo es eindeutig eine Leistungsdelle war, aber nicht nur. Und dann war jetzt halt so ein bisschen die Befürchtung, okay, wenn man den Klassenerhalt dann doch verhältnismäßig früh irgendwie eintütet, wie hält man quasi irgendwie die Spannung oben? War auch großes Thema immer dann bei Sandro Schwarz, der gesagt hat, also sie haben als Saisonziel eben den 10. Platz zu erreichen, weil es da so einige Mannschaften gibt mit Berlin, Düsseldorf und so, mit denen man sich darum quasi noch punktemäßig rangeln kann, und das soll jetzt halt auf keinen Fall irgendwie so eine Wiederholung dessen geben, dass plötzlich eben die Luft raus ist und alle nur so ein bisschen irgendwie über den Platz ja schlurpsen. Und genau, das hat man tatsächlich in dem Spiel gemerkt, dass das angekommen ist. Also die haben dann nach dem Klassenerhalt ja das Auswärtsspiel in Hannover mit diesem totalen Slapstick-Tor 0-1 verloren, und da hatten sie echt alle schon einen Hals, und man hat in dem Spiel dann gemerkt, wie sich die einzelnen Spieler, aber auch die Mannschaft als Team aufgebäumt haben. Die hatten keine Lust, nochmal zu verlieren und auch nicht zu Hause. Und die wollten das Ding noch
reißen. Und das haben sie echt super gemacht. Also Niakate, unser Innenverteidiger, hat sein erstes Saisontor tatsächlich erzielt. Das war dann in der 67. Und dann Mateta, der ja, also ich finde, der ist als Typ einfach total grandios. Der hat zwischendurch auch mal irgendwie einseitig so Prügel bezogen, weil er dann halt mal ein Spiele nicht getroffen hat. Ich meine, das ist so ein junger Kerl, der hat letzte Saison in der zweiten französischen Liga gespielt. Der hat jetzt, glaube ich, 13 Tore geschossen. Ich finde das phänomenal für so einen jungen Kerl. Und der hat dann kurz vor Schluss noch 3-3 geschossen, wieder nach Vorarbeit von Boetius, wie auch schon in dem Spiel gegen Düsseldorf hat. Die haben eine ganz ähnliche Abwehr für die beiden miteinander. Das funktioniert gerade total gut. Ja, und dann war natürlich, also dann hat es komplett gebrannt. Also dann hatte man am Ende auch eher das Gefühl, Mainz schießt noch das 4-3 als Leipzig. Und die Leipziger waren dann auch ziemlich, also ich war bei der Pressekonferenz nicht, aber ich habe es heute gelesen, dass Ralf Rangnick wohl nach der Pressekonferenz auch irgendwie aufgestanden ist, ohne sich irgendwie wenigstens mal von Sandro Schwarz vielleicht noch zu verabschieden, wie man das ja normalerweise auf dem Podium macht. Aber gut, so ist er halt, der Herr Rangnick. Sehr gut getan mit dem 3-3. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ja. Ja, super. Also muss ich sagen, man hat es euch auch gegönnt in Leipzig. Also sehr, sehr, ja, ich sag mal. Spezieller Verein. Ein spezieller Verein, genau. Nein, aber heißt also, ihr seid im Endeffekt moralisch gut drauf momentan, wenn man das so sagt. Ja, total. Also das ist das, was ich vorhin ja schon so ein bisschen, ja, habe genau, ich mir schon gedacht, aber also es ist tatsächlich so, die Mannschaft hat also das Hauptziel schon erreicht und die haben jetzt natürlich einen ganz anderen Druck als vorher, natürlich, also hast du quasi als Spannungsziel die Geschichte mit dem 10. Platz und das kann auch nach wie vor funktionieren, das hätte man natürlich einfacher haben können, wenn man in Hannover nicht so saublöd irgendwie die Punkte weggeschenkt hätte, aber die haben richtig Bock und ich finde, man hat immer mal wieder schon in der Saison gesehen, was da für eine Qualität in der Mannschaft steckt tatsächlich. Also ich finde, der Kader ist echt also überragend diese Saison und man merkt, dass die Lust haben, in den letzten beiden Spielen noch was zu machen. Was war denn euer Problem? Warum steht ihr nur auf Platz 12, mal blöd gefragt, momentan? Woran lag es in der Saison? Also ich habe gesehen, ihr habt relativ viele Tore, ich glaube, ihr habt 40 zu 55 Tore, also eher das Problem in der Defensive oder habt ihr einfach zu wenig geschossen? Es war so ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich in dieser Saison, was total ungewöhnlich ist, einige Spiele, die wir verloren haben, hoch verloren. Das ist was, was für Mainz tatsächlich in den letzten Jahren überhaupt nicht typisch war. Also diese fürchterliche Klatsche in München, die auch tatsächlich die höchste Niederlage ist, die Mainz 05 also jemals hatte. Dann gab es zu Hause ja auch, hat mich euer Spiel gestern dunkel dran erinnert, also ein 1-5 gegen Leverkusen, was auch also alles andere als schön war, 0-4 gegen Gladbach. Und Mainz ist eigentlich eine Mannschaft, die sich, was man vielleicht gar nicht so denkt, weil sie halt ja eben eine von den kleineren Mannschaften ist, sage ich mal, aber im Prinzip so nicht abschießen lässt. Was so den ganzen Saisonverlauf... Die Bayern hatte die ein 6-0 gehabt, ne? Ja, das war ganz schlimm. Also das war echt kein schöner Abend. Das war auch ein Sonntagabendspiel, 18 Uhr, vielleicht sollte man die einfach abschaffen sein lassen. Genau. Und ich war hinterher bei Max im Rasenfunk und dachte so. Oh, das ist schön, ja. Ja, kann man besser timen, ja, genau. Ja, er hatte mich bei Sonntag auch gefragt, ob ich hatte andere Gründe abzulehnen und im Nachhinein bin ich da auch ganz froh drum. Ja, dann ist dein Geburtstag lag günstig, ne? Ja, aber nein. Ja, okay, kann man so und so sehen. Sorry. Nein, aber also was die Frage nach dem 12. Platz angeht, es gibt unter den Mainz-Fans ja die große Diskussion, was darf man als 05er erwarten? Und da gibt es ganz unterschiedliche Lager und also speziell die Leute, die, ich sag mal so, über die Aufstiege dazugekommen sind und dann eben hauptsächlich so Zeiten eben miterlebt haben, wo auch mal über eine Fairplay-Wertung die Europa League rausgesprungen ist oder über einen 5. Platz, also unter Tuchel und so. Da gibt es schon einige, die so die Erwartung haben, dass man mit Mainz irgendwie jede Saison so, ich sag mal, 5. oder 6. werden sollte. Das ist aber einfach Quatsch. Also das ist zu hoch
gegriffen ja, für ihr den habt euch, Verein. Ihr habt euch ein bisschen schwer getan in der Saison, auch gegen die, ich sag mal, großen Mannschaften oder etwas etablierteren Mannschaften dort oben. Ich so von Siegen her, also was ich in Erinnerung habe, ich weiß, dass ihr gegen, gegen Düsseldorf habt ihr gewonnen, gegen Freiburg habt ihr gewonnen. Und ansonsten aber gerade so Bayern, Bremen, Dortmund, genau, da gab's, also gegen Gladbach, die, das waren, glaube ich, alles leider Niederlagen dann, ne? Nee, Niederlagen nicht unbedingt. Also es gab auch einige Unentschieden tatsächlich, aber es gab eben auch die Niederlagen. Also wir haben das nicht irgendwie alles verloren. Es gab, also ja, auch das ist eigentlich so ein bisschen untypisch. Es gab bei Mainz schon immer so ein bisschen dieses, auch letzte Saison im Endspurt, wurde ja dann zum ersten Mal Borussia Dortmund in Dortmund geschlagen. Das hatte Mainz vorher noch nie geschafft. Dann haben sie zu Hause Leipzig geschlagen, was auch also ein Wunder schönes Spiel war, also für Mainz, für Leipzig glaube ich eher nicht. Und dieses gegen Vereine aus, ich sag mal so dem oberen Viertel, gar keine Siege zu holen, ist auch eher untypisch. Dafür hat es aber sehr, sehr gut geklappt, eben, ich sag mal, gegen die Vereine tatsächlich zu gewinnen, gegen die du auch gewinnen musst, wenn dein oberstes Ziel erstmal der Klassenerhalt ist. Ja, ja. Mhm. Genau. Und ich meine, das Ding ist halt, man darf das nicht vergessen, es ist wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also gerade in der ersten Hälfte der Saison waren auch noch stärker Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum eingebunden, also aus der U23 und der U19, die dann aus unterschiedlichen Gründen, teilweise Belastungssteuerung, teilweise Verletzung, teilweise auch das, die U23 von Mainz kämpft aktuell auch noch um den Klassenerhalt. Also da mussten dann Spieler auch einfach erstmal da bleiben, damit das irgendwie hoffentlich eingetütet werden kann. Aber es sind sehr, sehr viele sehr junge Spieler in der Mannschaft. Du hast mit Mainz einfach das Thema, dass du nach jeder Saison Leistungsträger verlierst und dass du immer wieder ein bisschen bei Null anfangen musst. Und ja, also letztlich ist es tatsächlich so, dass für einen Verein wie Mainz 05 der Klassenerhalt nicht selbstverständlich ist. Wenn man sich anguckt, was für Vereine da Saison für Saison runtergehen und was für, ich sag mal, so bewusst Konstrukte auch seitdem Mainz 05 in der ersten Liga spielt, da irgendwie dazugekommen sind, die halt einfach auch rangehen an die Fleischtöpfe, dann ist glaub, Klassenerhalt... Brauchst du uns mit der Eintracht aber nichts zu sagen, auf jeden Nein, Fall. Nein, genau. Ja. Also deswegen, ich meine, ich finde, der Vergleich kommt natürlich aktuell auch von einigen Fans, dass man sagt, guckst du doch mal in Frankfurt an, die haben es ja irgendwie auch geschafft, aber da wird dann natürlich auch gerne ausgeblendet, dass in Frankfurt halt in den letzten 11 Jahren auch nicht alles irgendwie immer so funktioniert hat, wie man es irgendwie vorgestellt hat. So, und Mainz geht jetzt in die 11. Bundesliga-Saison am Stück und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung. Natürlich kannst du auch mal in einer Saison, in der, ich sag's mal, also diese Saison hattest du ja eher so, dass tatsächlich am unteren Ende der Tabelle Vereine so ganz krass schwächeln. Wenn du Vereine so aus dem mittleren Drittel hast, die sich mal eine Zeit lang doof anstellen, dann kannst du als Mainz da auch mal dran vorbeiziehen und dann kannst du sicherlich auch in einer Saison, in der du selber überragend bist und die anderen so ein bisschen schwacher auf der Brust, vielleicht mal wieder Siebter oder Sechster werden, aber das ist keine Forderung, mit der man irgendwie realistisch in die Saison reingehen kann. Das wäre einfach bescheuert. Ich weiß, es gibt Leute, die das nicht hören wollen, aber ist einfach so. Also das sagt dir auch jeder, mit dem du im Verein sprichst. Klassenerhalt ist in Mainz das, worum es erstmal geht. Okay. Ja, spannend. Oder auch nicht. ja, bitte. So, und dann, versuche ich gerade den Faden wieder so ein bisschen zu finden. Ich habe ihn gerade eben selbst irgendwie beiseite gelegt und er taucht nicht wieder auf. Dann bedanken wir uns erstmal für die sehr schönen Ausführungen. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass... René hat geschlafen währenddessen. Ja, nein, ich habe nicht kurz geschlafen. Ich versuche gerade zu überlegen, wie wir da eine sinnvolle Überleitung von... ein Erfolg zum Beginn des Spieltags zu, naja, weniger Erfolg zum Ende des Spieltags irgendwie hinkriegen, aber mir ist keine sinnvolle Überleitung eingefallen. Das ist quasi der Leistungsabfall, den manche Vereine über die Saison haben, den hat dieser Spieltag auch hingelegt. Ja, hervorragende Überleitung, ja, das ist richtig. Leidensgenosse Mainz, Leverkusen auch ja schon ein sehr ähnliches Debakel erlebt. Genau, ich denke da passt schlimm. Das passt doch. Das passt, genau. Wir haben den Spieltag zugemacht in Leverkusen, 6-1 nach... Ich glaube, 35 Minuten. Gott. Also, wir waren ziemlich offen dabei, den Spieltag zuzumachen. Und wir hatten auch kaum Abwehrspieler auf dem Platz stehen. Es waren, glaube ich, nur 5 an der Zahl. Also etwas, was ganz klar darauf... Innenverteidiger, oder?
halt. Ja, Touré ist so halb innen, halb außen. Also der kann auch Außenverteidiger tatsächlich spielen. Aber ich glaube, wir haben in der Tat alles, was irgendwie eigentlich irgendwie mehr oder weniger nominell Innenverteidiger ist, da auf den Platz gestellt. Und dafür, dass wir eigentlich mit 5 Verteidigern gespielt haben, da 6 Tore in 35 Minuten zu kassieren, das ist schon so ein ganz eigenes Ding. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, wer es von euch war, aber einer hatte hier mal so die erste Halbzeit und all ihre Rekorde, die sie hält, hier in unser Sendungsdokument geschrieben. Ich trage das einmal gerade der Vollständigkeit halb hervor. Genau, ja, das auf Hessenschau. Ja, also noch nie hat eine Bundesligamannschaft schneller die ersten 6 Gegentore kassiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Erst zum 4. Mal in der Geschichte der Bundesliga hat eine Mannschaft 6 Gegentore vor der Pause überhaupt kassiert. Auch dafür herzlichen Glückwunsch. In keinem Bundesligaspiel. Ja, das ist richtig. In keinem Bundesligaspiel in der Historie fielen 7 Treffer vor der Pause. Und erstmals seit Beginn der Datenerfassung seit 1992 musste Leverkusen in der ersten Halbzeit kein Foulspiel begehen. Also waren wir überhaupt auf dem Platz? War da irgendwas? Also es war grauslich. Immerhin haben wir ein Türchen gemacht, ja. Ja, eigentlich 2, wenn du das Eigentor von Hinteregger damit reinrechnest. Wobei es mich wundert echt, dass das Tor jetzt tatsächlich dann dem Kostic zugezählt wurde. Also weil es sah ja schon so aus, als wäre der Tar da noch entscheidend dran gewesen. Also der ist aber dem Kostic zugeordnet, echt? Also, ja. Ja. Ah, ja. Aber der ist sowas von abgefälscht worden. Also das Ding war sowas von jenseits von allem. Ich glaube, wir hatten am Ende auch nur irgendwie 18% Ballbesitz über die kompletten 90 Minuten. Also so grauenvoll. Ich habe diese Aufstellung gesehen und dachte mir so, ja, okay, wir sichern uns erstmal hinten ab. Aber man hat vollständig gemerkt in diesem Spiel, dass eigentlich keiner weiß, was er gerade zu tun hat und wo die Mitspieler sind. Diese ganzen Automatismen, von denen man ja immer so viel spricht, die waren für mich überhaupt nicht vor Ort. Und man weiß ja, nicht erst seit dem Spiel von Mainz gegen Leverkusen, aber auch generell, wenn man sich Leverkusen-Spiele anguckt, dass deren Stärke halt ganz klar irgendwie in der Offensive ist, dass die schnelle Spieler haben. Und Bosch ist ja sowieso jemand, der, das ist ja so ein 0- oder 1-Typ, also entweder halt totale Offensive oder halt auch irgendwie gar nicht. Da so irgendwie sich überrennen zu lassen, fand ich schon sehr, sehr krass. Mich würde total interessieren, was war das taktische Konstrukt, was hier gemacht werden sollte? Denn ihr habt es ja schon angesprochen, oder René, du hast schon angesprochen, wir haben eine extremst defensive Aufstellung gehabt. Ist das wirklich das Ziel gewesen, hier diesen berühmten Punkt, der dann entsprechend uns toll die Türen geöffnet hatte für das internationale Geschäft im nächsten Jahr? Sollte das wirklich damit erreicht werden? Weil das, finde ich, ist zu dem Zeitpunkt auch diese Viererkette, die da, glaube ich, am Anfang nochmal, zumindest war sie in der Taktikaufstellung, ob das wirklich so umgesetzt wurde. Das war wie ein Hühnerhaufen, meiner Meinung nach, als Leverkusen nach 2 Minuten das Tor gemacht hat. Also konnte da gar nicht zuordnen, ist das jetzt eine Vierer- oder eine Dreier- respektive Fünferkette. Sondern was sollte da gespielt werden und was hat die Mannschaft auf dem Weg mitbekommen? Denn dass sie scheiße gespielt haben, auf gut Deutsch, das hat jeder gesehen. Aber was sollten sie eigentlich spielen? Was war die Absicht dahinter? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann nochmal zu dem Thema, was wir vorhin ja schon aufgegriffen haben, dieses jedes Mal einen Meter vom Spieler wegzulaufen und nicht in den Zweikampf richtig reinzugehen und so weiter, das ist meiner Meinung nach ein Motivationsproblem bei den Spielern, die im Endeffekt sich nicht mehr da auf dem Platz so richtig ins Zeug werfen wollten. Und so kommen natürlich dann auch diese fürchterlichen hohen Ergebnisse zustande. Denn wenn du mal 2, 3 Dinger gefangen hast, hat mich gewundert, dass nach diesem 2-1 nicht nochmal so ein bisschen der Funke, jetzt hast du nochmal ein glückliches Tor, meine Güte, haben wir wieder ein Glück. Habe ich am Anfang noch gedacht, das könnte jetzt nochmal in unsere Richtung laufen, vielleicht geht doch nochmal ein Unentschieden raus, dass du dich dann in den nächsten, 10 Minuten so abschießen lässt. Ist ja für mich unverständlich und das muss ich wirklich sagen, verstehe ich nicht, da muss sich jeder Spieler auch an die Nase fassen, aber auch der Trainer, weil ich kann es nicht nachvollziehen, was wollte die Eintracht da spielen? Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Ich hätte die Frage jetzt auch gestellt, also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob die Idee war, einfach ein Unentschieden zu holen, um quasi den Abstand irgendwie zu halten, aber also es wirkte sehr
konfus. Ich glaube, es war der Versuch, aus einer gut gestaffelten Defensive kontrollierte offensive Angriffe zu führen. Okay, ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass man eigentlich Beton anmischen wollte, quasi, um die schnellen Leverkusener Spieler auszubremsen, um dann in einen guten Konter selber laufen zu können, quasi. Also, und er meinte, er hatte vielleicht dieses Tor in der zweiten Minute alles umgeworfen, dass ja, du hast ja gar keine, du bist ja gar nicht ins Pressing gegangen, du bist gar nicht so richtig in diesen, das, was wir vorhin angesprochen haben, was du eigentlich auch gegen Chelsea brauchst. Das brauchst du natürlich genauso gegen Leverkusen. Das ist genau dasselbe Spiel, meiner Meinung nach. Gerade diese Bosch-Taktik. Wir haben das immer in Dortmund, als er da auch noch war, gesehen. Ah, die Innenverteidigung ist nicht hundertprozentig sicher. Komm, schnell Ball erobern. Vor, rein, Tor gemacht. Und dann hatte im Endeffekt, deshalb war ja die Halbwertszeit von Bosch da nicht lange. Jetzt hat er im Moment einen Lauf. Im Moment steht die Abwehr auch ganz okay. Ein Tar spielt meiner Meinung nach eine relativ gute Runde momentan. Aber du musst natürlich sehen, ich verstehe nicht, dass du dann überhaupt nicht mehr ins Spiel gekommen bist. Klar, nach 2 Minuten, so ein Nackenschlag ist schon hart. Aber dann hast du dieses Glück, dass dieser dämliche Ball, das ins 2-1 reingeht. Und die Mannschaft ist, als hätten sie gerade das 5-0 bekommen. Das ist, war überhaupt kein Aufbäumen, kein, ja, jetzt nochmal los, jetzt gehen wir richtig drauf und wir laufen richtig an. Auch ein Rebic, ja, für mich eigentlich der Inbegriff eines richtig aggressiven, geilen Spielers ist aggressiv in der besten Variante, die man sich vorstellen kann. Und der ist auch da rumgestolpert, also ich verstehe es wirklich nicht. Und Willems und so weiter, da wollen wir ja, gar nicht mehr, also den will ich nicht mehr sehen, das ist ja wirklich grauenvoll gewesen. Also mein Gefühl ist von der Taktik her, dass die Idee in der Tat war, hinten so ein bisschen diesen sprichwörtlichen Beton anzurühren, um dann mit langen Bällen einmal komplett über das Mittelfeld drüber irgendwie auf die Außen mit einem Kostic und einem Da Costa, die sehr, sehr hoch standen, irgendwie schnell hinten hinter die Abwehr zu kommen, um dann irgendwie auf einen Rebic. Wir haben null Pressing gespielt. Also wir haben angefangen Pressing zu spielen ab der 37., 38. Minute, als dann auf einmal ein Jovic und ein Gacinovic da noch reinkam. Und wir wieder so eher in diese alte Spielweise reingegangen sind, aber da war halt auch der Drops schon gelutscht. Also ich glaube, Hütte hat ja auch nach dem Spiel gesagt, also ja, er nimmt es auch auf seine Kappe wegen der Spielweise und so weiter, aber dass es ihn so krass stört, dass man gar nicht in die Zweikämpfe gegangen ist. Und ich glaube, das drückt einfach schon viel aus, weil ja, die Taktik, klar, ist fragwürdig, die zu wählen, wenn das Team damit nicht zurechtkommt, offensichtlich. Aber es wäre ja eventuell, also ich kann jetzt auch nicht in die Kristallkugel schauen, aufgegangen, wären sie anständig in die Zweikämpfe gegangen. Mhm. Dadurch, dass dieses Element gefehlt hat, was entscheidend bei dieser Taktik gewesen ist, nicht da war, ist der ganze Plan gescheitert. Mein größtes Problem ist, ich finde, man muss das jetzt nicht in diesem Spiel ausprobieren, das hätte man schon vorher machen können. Ja, ja. Weil man erzählt vorher, wie wichtig das Spiel ist und man hat es selber in der eigenen Hand und bliblablub und du denkst so, ach, sie haben es verstanden und so weiter und so fort und dann kommt so ein Spiel und dann denkst du dir so, okay, klar, kann mal passieren, aber muss nun wirklich nicht 3 Spiele vor Ende der Saison passieren. Und dann, finde ich, hat er viel zu spät reagiert. Also er reagiert, wann reagiert er? In der 37. Ja, da steht 6-1. Du musst nach dem 3-1 musst du reagieren. Also wenn das 2-1 warst, wo du ja wirklich Glück hast, dass das fällt, und es hat sich jetzt nun, sagen wir mal, nicht abgezeichnet, nee, dann musst du schauen, okay, wie reagiert die Mannschaft? Weil eigentlich könntest du ja auch sagen, okay, jetzt kommt die Mannschaft macht die Mannschaft weiter und sagt, boah, guck mal, Freunde, jetzt sind wir hier irgendwie, wir sind noch dran, obwohl wir uns gerade gar nicht irgendwie gefunden haben, darauf bauen wir jetzt auf, jetzt volle Power voraus. Genau das Gegenteil ist passiert. Und dann fängst du dir noch ein oder maximal noch 2 Dinge. Und dann musst du sagen, okay, als Trainer, jetzt muss ich ändern und jetzt muss ich wechseln. Das beim Stand von 6-1 zu machen, bringt dann auch nichts mehr. Also dann kann er auch gleichgefühlt mit allen weiterspielen. Also das Einzige, was er dann verhindert hat, war vielleicht, dass Leverkusen die Tordifferenz nicht aufgeholt hat. Aber ansonsten, finde ich, das muss man ihm ankreiden. Taktik, ja, meinetwegen okay, wenn es nicht funktioniert, ist bitter, aber
du musst früher umstellen, weil es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Du hattest ja gar keinen Zugriff und klar ist, Leverkusen ist eine gute Mannschaft, hat gute Spieler und ein Brandt hat einen überragenden Tag erwischt und wow, ja. Havertz ist auch richtig gut, aber du darfst halt auch solchen Spielern auch nicht 3 Meter ja, genau, bis 10 Meter Raum geben. Genau, also genau. So, wenn ich da stände, dann könnte man mir den Raum geben, da würde nichts passieren, aber dass ein Brandt das nutzt oder ein Havertz ist ja wohl irgendwie auch klar und sollte irgendwie auch nicht also das ist so ein Amateurfehler, ja. Finde ich, das ist so ein krasser Anfängerfehler und so sowas macht. Zuordnung hat aber oft nicht gepasst. Also es war oft, dass wir total überfordert waren, dass du auch gemerkt hast, dass die Spieler nicht so genau wussten, wen nehme ich denn jetzt. Alles für mich auch, wo ich gesagt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe die Eintracht in dieser Saison noch nie so kopflos spielen sehen. Und das ist das, was mir ein bisschen Angst gemacht hat, wo ich gedacht habe, jetzt fangen die an hier im, 32. Spieltag, fangen die jetzt an, hier Grundlagen zu vergessen. Als Stellungsspiel war wirklich teilweise so katastrophal, dass ich mir wirklich nur das so vorstellen kann, entweder wurde kurz vor Anpfiff nochmal alles umgeworfen und es war keine Zeit mehr, irgendwie die Spieler entsprechend wirklich nochmal richtig einzustellen, dass eine ganz andere Aufstellung oder Taktik auch gedacht war und das kurzfristig passiert ist, weil die Spieler wirklich überhaupt nicht mehr irgendwie ja sozusagen ins Spiel gefunden haben. Auch schade fand ich, hätte ich auch von einem Hasebe oder von einem Spieler, der schon Erfahrung hatten, Abraham oder sowas, dass er einfach mal sich hinlegt, Behandlungspause macht, dass man ein bisschen beraten werden kann. Ich muss Hütter an der Stelle ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Tore halt auch in so einer kurzen Distanz gefallen sind. Dann fängst du dir in der 23. Minute das 3-1, dann ja schon in der 28. Minute schon das 4-1. Das ist natürlich, hast du ein paar Minuten Zeit, aber das ist auch was, du hast ja immer lange Wege. Das Spiel ist ja, du hast ja schon auch Zeit, dann hinten das 5-1 und das 6-1 waren ja, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten, wo du gedacht hast, Oh Gott, was ist denn hier auf einmal passiert? Wir werden ja komplett überrollt. Das finde ich ein bisschen schade, dass dann gerade diese alten Hasen, die ja alles schon gesehen haben, das ist ja auch dieser Vorteil, dass wir gerade mit Hasebe einen haben, der hat eine riesige Erfahrung, Abraham, der hat auch eine riesige Erfahrung, dass die dann nicht sagen, hey, komm, ich lass mich mal behandeln, dann kann hier mal eine Taktik umgestellt werden, wäre natürlich schön gewesen. Klar, kann ich jetzt auch nicht verlangen, dass das so ist oder dass jeder hier sofort mitdenkt, aber gerade die ja auch so eine super Saison gespielt haben, die auch merken, meine Güte, das Spiel läuft uns hier völlig aus dem Ruder. Torverhältnis, ihr habt es schon angesprochen, ich habe ja noch gedacht, was ist denn jetzt los? Das war sicher, dass Leverkusen eigentlich von der Torverhältnis zumindest nicht mehr an uns vorbeikommt. Nach dem Spieltag ist das gar nicht mehr so sicher. Also es ist einfach super traurig, dass das gesamte Kollektiv, angefangen natürlich mit dem Fehler vom Trainer, dass er komisch aufgestellt hat, dass er eine komische Taktik gewählt hat, aber auch die Spieler selbst nicht ins Spiel gekommen sind, aber auch teilweise dumme Pässe, versucht das Spiel nochmal schnell zu machen, wo du genau gemerkt hast, macht's doch langsam, haltet den Ball, verliert den doch nicht ständig. Ein fürchterliches Spiel wirklich und auch die Spieldaten, René, du hast es vorhin, glaube ich, schon angesprochen, 18% oder 19% Ballbesitz. Das ist echt erschreckend. Dann wenig. Die Passquote mit knapp 60%. Ich werde wahnsinnig, ne? Das ist wirklich. Ja, aber auch so die anderen Werte, wenn du dir das anguckst. Leverkusen ist 5 Kilometer mehr gelaufen als wir. Die haben über 1000 Pässe gespielt. Wir hatten gerade mal 230. Also. Das ist echt auch ein krasser Wert. Das ist also wirklich. Allein schon zu sehen, dass die über 1000 Pässe gespielt haben, aber sie hatten halt auch einfach den Platz. Die konnten sich uns quasi wirklich komplett einmal hinlegen, ja, und dann zustechen. Also das war ja echt krass. Ja, vor allen Dingen, also der Witz ist, ihr hattet annähernd gleich viele Fehlpässe, ausgehend halt, aber von sehr unterschiedlichen. Von einem komplett anderen Ausgangswert ausgehend, ja. Also es ist, Also wenn du dir das anguckst, wir hatten 91 Fehlpässe bei 237 gespielten, das ist so ein gutes Drittel, ja, und Leverkusen hatte 106 gespielte Fehlpässe bei 1059 gespielten Pässen, das ist ein Zehntel. Also, krass. Das ist halt schon so. Aber ich glaube, wir sollten uns gar nicht zu lange aufhalten mit diesem Spiel. Finde ich auch. Munterputzen, weitermachen, vergessen und auf geht's. Lehre daraus. Nicht mehr mit 18 Innenverteidiger spielen und nicht mehr und mit Willems spielen. Nicht mehr mit Willems spielen, genau. Also am besten also, Willems Trikot wegnehmen, verbrennen und also nein, das Trikot, nicht Willems. Und Willems irgendwie, weiß ich nicht,
einen Fünfer geben und ins Café schicken. Ja, der hat halt offensichtlich keinen Bock. Also sorry, aber das muss man jetzt, man hat ihm jetzt irgendwie viele Chancen gegeben. Und wenn ich finde, wenn du nicht Stammspieler bist, dann du darfst spielen sozusagen, dann musst du dich in solchen Spielen zeigen und musst irgendwie Wille und Einsatz und Leidenschaft zeigen. Mehr verlangt man ja gar nicht. Fehler, okay, meinetwegen. Aber nichts zu machen, bringt halt auch nichts. Also. Aber jetzt bin ich noch mal eine Frage, das muss doch eigentlich ein Hütter auch sehen. Da würde ich gern mal im Training, es ist so schade, dass wir im Training nicht dabei sind, weil er muss sich ja unglaublich aufdrängen, weil er immer wieder in den Kader zurückdrängt und immer wieder auch Spieler, die eigentlich meiner Meinung nach ein gutes Spiel vielleicht vorher gemacht haben oder Dings, klar, ist immer blöd, wenn einer wegfällt, wie jetzt hier Rode und so weiter, der dann kurzfristig nicht spielen kann und ja dann wegfällt, dass dann vielleicht Willems reinspringen muss, aber trotzdem, er scheint extrem nah an der Mannschaft zu sein. Wenn ich mir die Leistung angucke, die er bisher geliefert hat, dann wird er nicht mal mehr mit der Mannschaft trainieren dürfen. Ne? Das ist wirklich, ich kann es nicht verstehen, aber anscheinend erscheint eine sehr, sehr gute Trainingsleistung zu bringen, denn Hütter ist ja jemand, zumindest laut eigener Aussage, der sehr auf ja, Fitness, auf Trainingsleistung, auf Motivation ja, Wert legt. Scheint ja da zu stimmen. Finde ich komisch, dass er es 0,0 auf den Platz bringen kann. Ja, müssen wir einfach, glaube ich, das ist dieser Ausrutscher, der passiert dir in der Saison hoffentlich nie, der ist jetzt passiert, der ist zu einem ganz bitteren Zeitpunkt passiert. Ja, das ist halt. Das tut jetzt weh, aber man darf sich davon, ich glaube auch, wir müssen jetzt irgendwie, so wie die Eintracht-Fans das auch überragend gezeigt haben, im Spiel selber, einfach weitermachen. Einfach irgendwie die positiven Aspekte, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen schwerfällt, so direkt nach oder 24 Stunden nach diesem Spiel mitnehmen trotzdem und daran glauben, dass diese Mannschaft, weil die hat uns so oft gezeigt, dass alles möglich ist und dass irgendwie viel drin ist mit den Fans und dass wir irgendwie am Ende 12-11 spielen und wenn nicht die Eintracht, wäre dann gerade in dieser Zeit und deswegen vergessen wir es einfach. Bin ich voll bei dir und jetzt kommt das Schlimme und Mara, es tut mir wirklich leid, wir haben ja noch alles auch in der eigenen Hand und wir müssen einfach die nächsten 2 Spiele gewinnen, dann ist es völlig egal, dann bist du trotzdem Vierter. Das ist ja das Schöne. Ja. Im Endeffekt kann dir ja gar nichts mehr passieren. Na gut, okay, Tor-Verhältnis ist natürlich auch noch was am Ende passieren kann, dass tatsächlich Leverkusen auch bei 2 Siegen der Eintracht vorbeizieht. Ja, aber wir haben gelernt, dass das Torverhältnis überhaupt keine Aussagekraft hat. Also, da kann uns doch eigentlich gar nichts passieren. Danke. Du hast jetzt eine magische Nacht gegen London und dann da nimmst du, glaube ich, nochmal viel Kraft mit. Also außer, das geht jetzt komplett in die Hose, was ich aber nicht glaube. Nimmst du da wahnsinnig viel Stärke mit und dann, Hütter hat jetzt seinen ersten richtigen Coaching-Fehler gemacht, okay, und so wie ich ihn einschätze, wird er daraus lernen und wird es nicht nochmal so machen und darauf, we trust in Hütter. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und dann machen wir am nächsten Wochenende auch den Spieltag wieder zu, diesmal gemeinsam mit den Freunden aus Mainz am Sonntag in Frankfurt um 18 Uhr, wo es ja schon eine Menge Diskussionen irgendwie in der vorletzten Woche irgendwie gab, von wegen Wettbewerbsverzerrungen und dies, das, Ananas, weil wir da jetzt auf den Sonntag irgendwie gehen. Auch so eine müßige Diskussion, die eigentlich auch keiner an der Stelle irgendwie braucht. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, was man aus dem Mainzer Umfeld dazu so gehört hat, weil ich meine, für uns ist ja dankbar, wir nehmen das an, würde ich sagen, aber so aus Mainz, die hängen ja mit drinne quasi, mitgehangen, mitgefangen. Ja, also ich glaube mal, oder was ich so mitbekommen habe, da man ja die Klasse schon gehalten hat, ist es jetzt, was das angeht, irgendwie relativ schmerzfrei, aber Samstag wäre halt natürlich ein schöner Termin gewesen und es hat einfach einige betroffen, die jetzt tatsächlich nicht können. Also ich kann zum Beispiel am Sonntagabend auch nicht und hatte irgendwie Ticket und Schiffsfahrt für das Spiel und so und ich glaube, das hat halt einfach ein paar Leute genervt. Was die Frage mit der Wettbewerbsverzerrung angeht, also davon sind wir ja zumindest nicht betroffen, wäre dann halt die Frage, was das für Frankfurt irgendwie noch bedeutet oder eben für die anderen Mannschaften da oben. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen unglücklich, tatsächlich völlig unabhängig davon, ob es jetzt die Mainzer trifft oder die Frankfurter oder egal welchen Verein, dass wenn man sagt, man macht diese letzten 2 Spieltage so, dass man dann plötzlich davon abweicht. Weil ich meine, das gab es halt irgendwie bisher auch nicht. Und
Die Regelung ist aber seit ein paar Jahren, ist das wohl für diese Fälle extra genau, möglich. Sie ist seit ein paar Jahren so, aber also wenn ich es nicht irgendwie völlig schief mitgeschnitten habe, ist es halt bisher einfach noch nie aktiv geworden. Von daher gesehen ist jetzt, glaube ich, auch die Aufregung einfach da. Und also ich weiß nicht, mir geht es halt einfach so, wir haben sowieso super wenige Samstagsspiele gefühlt gehabt diese Saison. Du weißt einfach fix von Beginn der Saison an, die letzten beiden Spiele hast du samstags um 15:30 und dann ist es einfach ein Stück weit nervig, wenn es davon jetzt halt abweicht. Aber wahrscheinlich wäre es mir auch egal, wenn ich jetzt am Sonntag auch hin könnte, ehrlich gesagt. Also ich glaube, bei mir ist es dann in dem Fall hauptsächlich die persönliche Betroffenheit. Hm. Ja, interessant wäre es natürlich gewesen, wenn es bei euch jetzt auch noch um was gegangen wäre, was dann gemacht hätte. Dann wäre es, glaube ich, ja. Genau, also dann wäre es nicht so lustig gewesen. Also weil, wenn ich mir vorstelle, Mainz würde jetzt irgendwie an dem Spieltag noch um den Klassenerhalt tatsächlich kämpfen müssen, dann hätte man es, glaube ich, auch nicht machen können. Ja, also weil dann, ich meine, genau dafür ist es ja eben gedacht, dass man eben diesen gemeinsamen 15:30-Termin hat. Und, aber ist dann nicht ein Wettbewerbsvorteil, wenn du später spielst und weißt, wie die anderen gespielt haben? Also finde ich überhaupt nicht. Es ist im Gegenteil oft so, dass du dann die Hosen eher irgendwie noch voller hast, okay, weil du ja weißt, ob die anderen vorgelegt Bekraft haben oder nicht. Mhm. Ja, genau. Ich meine, bestenfalls feierst du sozusagen dann den Klassenerhalt auf der Couch noch. Aber wenn sie, also ja, kann ja passieren, stimmt, dass es dann irgendwie sozusagen ohne deine Beteiligung, dass Mainz dann quasi schon gerettet wäre. Aber wenn du dann nicht spielst dann und dann den Druck hast und alle schauen auf dich, ich glaube, das ist schon schwierig. Ja. Ich verstehe halt nicht, wenn man solche Fälle jetzt hat und theoretisch müsste man den deutschen Vereinen ja zutrauen, dass das häufiger der Fall ist, als nur jetzt, weil einmal die Eintracht international spielt, ob man dann halt einfach prinzipiell auf sonntags zum Beispiel geht, weil die zweite Liga spielt ja immer sonntags um 13 Uhr oder um 15:30 ihre Spiele. Genau, die haben diese letzten beiden Saisonspiele 15:30, ja. Genau, ob man das dann halt tauschen würde, weil ich meine, die zweite aus der zweiten Liga wird keiner im internationalen Wettbewerb stehen. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Die Regelung besteht ja seit 2010. Und das letzte Mal, dass ein deutscher Club ins Halbfinale kam, war in der Saison 2009-2010. Danach gab es keine deutschen Clubs in der Euroleague mehr, die bis ins Halbfinale gekommen sind. Deswegen kam die Regel auch bislang nicht zur Anwendung. Ja, siehst du. Aber ich finde tatsächlich, also zu sagen, man tauscht dann den Samstag und den Sonntag irgendwie komplett, fände ich fast noch irgendwie die beste Lösung. Weil ich finde halt, wenn du sowas irgendwie kurz vor Schluss dann immer erst entscheidest, ja, ich meine, ja, jetzt kannst du halt alle tauschen, ne? Genau, ja, eben. Und ich meine, also wenn man jetzt mal einfach auf das Spiel guckt und auf die betroffenen Fans und auch alle, die da jobmäßig dranhängen und so, kann man jetzt noch sagen, ich meine, das sind halt irgendwie, ist ja jetzt auch keine Distanz, ja, ist jetzt nicht so, als müsste irgendwie, keine Ahnung, Kräuter Fürth bei St. Pauli antreten oder so, um jetzt mal, nur weil ich da gerade kurz die große Entfernung in der zweiten Liga eher im Kopf habe. Also von daher gesehen kann man das irgendwie schon noch alles umdisponieren, aber ja, also grundsätzlich finde ich, wenn man sagt, man hat in der ersten und in der zweiten Liga die letzten beiden Spieltage eben auf einem fixen Termin, dann macht man sich einfach auch immer angreifbar, wenn man daran rüttelt. Also ich finde nicht, dass das grundsätzlich eine gute Lösung ist. Mara, ich habe noch eine Frage, ja, dann auch. Gönnt man denn im Mainzer Umfeld der Eintracht diesen Erfolg auch? Ist das denn was, wo man sagt, oh, das ist ja toll, dass die Eintracht mal hier international Halbfinale und ist das denn was, wo man sich auch ein bisschen identifizieren kann und sagt, das heißt ja, deshalb wird das ja gemacht, auch mit dieser Spieltagsverschiebung, der letzte deutsche Vertreter, der uns jetzt hier noch ein bisschen international vertritt. Kann man das als Mainzer denn auch so unterschreiben oder ist das eher so ein bisschen, naja, weil es halt so ein bisschen der Zankpartner in der Umgebung ist, ist das jetzt nicht so toll und jetzt müssen wir auch noch Sonntag spielen, so ein Mist nervt oder ist es nichts Schlimmes? Das ist total heterogen. Also das kann man auf keinen Fall irgendwie für die Fans insgesamt sagen. Es gibt Leute, denen das total stinkt und die sagen, blöder Kackverein und jetzt sind die da auch noch irgendwie riesig in Europa unterwegs. Es gibt Leute, die sagen, das ist total super und wir freuen uns damit. Die Leute, die es so sehen und die Leute, die es so sehen, die kriegen sich dann aktuell auch noch gegenseitig irgendwie in den Fanforen an den Hals, was ich dann irgendwie ein bisschen lustig finde, weil ich mir denke, also dafür ist es jetzt echt irgendwie nicht wichtig genug, ob jetzt irgendwie der Nachbar in Europa spielt oder nicht. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr Leute gibt, die Spiele gucken, als Leute, die es irgendwie zugeben. Ist ja klar, ich meine, also wenn jetzt Mainz eine Saison hätte, wo sie in der Europa League eine gute Rolle spielen, da gäbe es in Frankfurt sicher auch einen Haufen Leute, die das eher ätzend fänden.
aber halt eben auch ein paar, die sagen würden, oh, ist doch ganz schön. Aber ja, wie gesagt, also das ist total unterschiedlich, je nachdem, wen du halt fragst. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch generell immer so ein schwieriges, so eine schwierige Diskussion, ob man dann da für den letzten deutschen Verein oder irgendwas sein muss oder nicht. Also das gibt's ja auch keine. Aber man sieht ja, dass zum Beispiel auch mit der Übertragung auf RTL, es scheint ja ein gewisses Interesse natürlich dann auch da zu sein. Es hat mich selbst gewundert. Sorry, aber also ich habe den Eindruck, ich meine, das ist ja bei den Eintracht-Fans teilweise auch schon so, dass dieser mediale Hype, irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo dir das irgendwie so ein bisschen auf den Senkel geht. Und das ist auch mein Gefühl, dass es ja auch viele Eintracht-Fans gibt, die irgendwie sagen, wir brauchen das jetzt auch nicht, dass plötzlich irgendwie jeder unseren Verein toll findet, weil es ist halt eben immer noch unser Verein. Und also ich finde, es wird so ein bisschen schwierig, wenn du das Gefühl hast, die Medien versuchen das jetzt irgendwie so zu diktieren. Also wenn ich mir da teilweise irgendwie so die Übertragungen anhöre, ja, wo dir dann ständig erzählt wird, für wen du jetzt irgendwie so zu sein hast. Also ich nehme es auch schon lange irgendwie nicht mehr hin oder irgendwem ab, dass ich irgendwie für Bayern München sein muss in der Champions League. Also weil habe ich halt vielleicht einfach keinen Bock zu, ja. Und genauso kann ich mich halt auch frei entscheiden, ob ich in einem Spiel irgendwie für die Eintracht sein möchte oder nicht. Das wird ein bisschen überdreht aktuell, finde ich. Aber das ist also für euch, glaube ich, auch genauso viel irgendwie Positives wie Last, weil das halt dann einfach auch nerven kann, wenn plötzlich jeder das Gefühl hat, er hat irgendwie Aktien bei dem Verein. Ja, ja, das ist ja für einen Fan auch total ätzend. Auf jeden Fall. Ja, das definitiv. Andererseits muss man natürlich auch, also ich sehe das ähnlich, aber man muss natürlich auch sagen, dass durch solche Situationen auch eine neue Fan-Generation oder so neues Mitglieder und so weiter auch entstehen. Also die Leute, die jetzt irgendwie das miterleben, auch noch in jungen Jahren oder jetzt neue Fans sind und auch vielleicht schon ältere, das ist ja auch, das, die drei trägt man ja dann auch mit, wenn es jetzt nicht die Event-Fans sind, sondern die sich jetzt, sagen wir mal, neu verliebt haben. Ja. Das sind ja durch solche Momente gemacht, weil man verliebt sich jetzt auch nicht unbedingt so einfach in den letzten Jahren in die Eintracht, weil es so geil war. Ich glaube, das ist auch gar nicht so das Problem, dass man dadurch dann auch irgendwie neue Fans bekommt, weil das ist ja dann auch wieder gut für die Entwicklung des Vereins und so weiter. Was ja mehr nervt, sind ja die ganzen, die irgendwie in den letzten Jahren dann irgendwie gewettert haben und jetzt dann um die Ecke kommen und sagen, ach, eigentlich fand ich die Eintracht schon immer ganz toll. Nee, naja. Bleib weg. Ja, ja, ich verstehe schon, aber also es gibt ja auch immer so diesen Aspekt zu sagen, okay, geht weg mit euren ganzen, also ist schlimm, wenn man im eigenen Boot sitzt, aber die mediale Berichterstattung sozusagen will man nicht haben, weil wir machen unser eigenes Brot, was der Basti auch immer sagt, der will da abgeschottet sein und so. Und ich glaube, das tut aber gerade noch dem Verein ganz gut und auch natürlich der Berichterstattung. Und um es jetzt ganz groß zu machen, vielleicht auch dem deutschen Fußball. Weil es halt mal nicht nur Bayern und Dortmund ist. Ja, ich glaube, da auch generell, da in der Richtung mal einen anderen Verein oder generell auch mehr Berichterstattung über andere Vereine zu haben und nicht nur immer irgendwie Bayern, Dortmund und weiß nicht, wer da sonst noch so irgendwie ist. Das ist sicherlich schon mal irgendwie ganz gut, da einfach auch da mal die Breite der Bundesliga so ein bisschen zu zeigen. Ja, das ist schon richtig. Die Attraktivität der Bundesliga wird gesteigert. Ich habe doch irgendwo gelesen gehabt, Raubal hatte eine Eintracht-Fahne gehisst und wurde dafür stark kritisiert, weil er im Endeffekt dann auch noch, ich weiß gar nicht, wer hat es, Rainer Koch hat ihn, glaube ich, verraten. Ja, da gab es doch Diskussionen oder sowas, war vollkommen so ein Irrsinn. Ja, sowas Absurdes. Ich suche es gerade, ich habe das gelesen, da habe ich gedacht, also jetzt ist aber auch komplett am Rande bei allen Leuten. Was? Eintrachtfahne, Wortgefecht zwischen Koch und Rauchball. Ich zitiere Hessenschau. Das Europa League Halbfinale der Eintracht gegen Chelsea hat auch die beiden DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball beeindruckt. Beide waren im Stadion. Darüber, was dort genau passiert ist, gibt es jedoch unterschiedliche Angaben. Ich habe gesehen, wie Herr Rauball beim Einlaufen der Mannschaften die Fahne geschwenkt hat, sagte Koch am Rande des Spatenstichs für die DFB-Akademie in Frankfurt. Rauball erwiderte mit einem Augenzwinkern, Borussia Dortmund hat 10 Millionen Follower. Wenn Sie denen sagen, ich hätte eine Fahne von Eintracht Frankfurt geschwenkt, können Sie sich eigentlich vorstellen, was Sie damit auslösen? Wenn ich eine Fahne schwenke, dann ist das immer eine schwarz-gelbe.
Sehr schön, sehr schön, ja. Mann, das ist so absurd. Naja, gut. Das sind dann wieder so diese medialen Aufmerksamkeiten, wo ich mir auch denke, Leute, habt ihr nicht ganz andere Probleme, als wer jetzt wessen Fahne und, ja, genau. Und irgendwie, mein Gott, mein Gott, mein Aber Gott. Das ist das Problem des Doppelamtes, er ist doch, was ist der DFL-Vizepräsident auch, ja? DFB-Vizepräsident und beim BVB. Genau. Ach, ah, ja. Großartig. Ja. Und ist auch noch in der SPD. Aber ich meine, Oliver Bierhoff hatte keine Eintracht-Schale. Ja, der trägt nur den Bayern-Schal, oder wie war das? Ich dachte Nivea. Den hat er ja auch, aber auch nur umgehängt bekommen. Also. Aber der hat ihn dann am Hals gejuckt. Ja, dann hat er den abgezogen. Hat er sich nicht ordentlich eingecremt. Hat er die falsche Hautcreme verwendet, ne? Die war dann nicht von Nivea, sonst passiert sowas nicht. Aber jetzt lass uns mal wieder auf den Sonntag kommen. Ja, für Mainz geht's um ein den bisschen was, Platz. Wie wir gerade eben gelernt haben. Genau. Wollen wir noch eine Aufstellung machen oder ist das zu früh eigentlich? Ich finde es zu früh. Ich finde es auch zu früh. Verletzte, dann lassen wir das. Wer kommt zurück? Ja. Ist auch gleichzeitig zu viel aus. Nee, Entschuldigung, ich wollte nur einen blöden Spruch machen und sagen es gleichzeitig zu früh und zu spät. Aber. Oh. Entschuldigung. Ich habe mir vorhin bei Bayer Leverkusen schon die ganze Zeit verkniffen zu sagen, Brand macht leicht Appetit, also bitte. Ui, ui. Für Sie singt heute das Lied. Genau. Ah. Danke dafür. Ja. Bitte. Ich muss aber mich auch immer zurückhalten, wenn ich eure Aufstellung denke und lese, denke ich mir auch so, mal ist mal Opfer, mal ist mal Täter. Ja, das hat, glaube ich, auch war der Max tatsächlich der Erste, der das im Rasenfunk irgendwie so am dritten Spieltag gesagt hat. Ja, aber dass der überhaupt bis zum dritten Spieltag dafür gebraucht hat und danach nie wieder, ich kann es nicht verstehen. Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt hier, ich kann es dir nicht erklären. Ja. Der heißt hier GP. Ja, aus gutem Grund. Genau, also ohne Aufstellung. Für euch geht es noch so ein bisschen um bis Platz 10, für uns geht es noch um mehr. Was glaubst du denn, Mara, um erstmal so vielleicht Richtung Ergebnis oder Spielausgang zu gehen? Wer hat denn mehr Luft am Ende und warum? Ja, also tut mir ja dann fast leid für euch, diese nette Runde so beschließen zu müssen, aber ich denke, dass die Mainzer mehr Luft haben werden, was insofern eine steile These ist, als man jetzt nicht behaupten kann, dass die Mannschaft bei den letzten Ausflügen nach Frankfurt ja besonders gut weggekommen ist, muss man ja am Ende schon fast sagen. Aber ich glaube, auch das haben sie tatsächlich irgendwie noch vor Augen. Und ich glaube, in Frankfurt tatsächlich mal wieder was zu holen und eben diesen angepeilten 10. Platz zu sichern, ist ein sehr gutes Motivationspaket für diese Mannschaft. Und also ich überlege schon die ganze Zeit, ich bin mir nicht ganz schlüssig, ob es irgendwie am Ende tatsächlich auch ein torreiches Unentschieden wird oder ob sie es tatsächlich gewinnen. Aber wenn ich mich festlegen muss, dann sage ich sogar, sie gewinnen es. Wirst du da auch noch etwas konkreter? Ach so, soll ich? Dann sage ich, sie gewinnen es 3-1. Heidewitzka, Herr Kapitän. Oder Frau Kapitän, Entschuldigung, man muss ja hier korrekt bleiben. Kapitänin. Kapitän. Ja, siehst du, dann verkacke ich es noch auf den letzten Metern. Hervorragend. Alles gut. 3-1, ernsthaft? Ja, ich glaube, die haben echt Bock, nochmal Tore zu schießen. Und ich fürchte, dass trotz der Verlegung, dass das ganz, ganz schwer wird. Ja. Aber Mara, da muss ich dir völlig widersprechen, denn du hast ja vorhin schon am Anfang gesagt gehabt, ihr tut euch sehr schwer gegen das obere Viertel der Tabelle. Wir sind das da obere Viertel. Genau. Aber auch das ist noch offen diese Saison. Und auch das hat letzte Saison, also wie gesagt, ganz am Ende geklappt, also mit den beiden Siegen gegen Dortmund und Leipzig. Also ja, ihr könnt der Mannschaft das ja mitgeben, dass sie das Gegenteil beweist, aber ich glaube tatsächlich, dass Mainz das Spiel machen wird an dem Sonntag. Also ich gehe genau in die andere Richtung, dann mache ich mal den nächsten Tipp, ich sage, wir gewinnen 3-1 als Eintracht natürlich. Mhm. Alice? Ich bin so schlecht in Tipps.
Ich gehe auf das von Mara angesprochene Unentschieden und sage 2-2. Das ist, da ist die Ananas nicht mal mehr golden bei, ne? Nee. Ah, das reicht dann. Sag auch nicht, ich sage nicht mein 7. Wunschergebnis. Ja, es ist bitter, aber ich finde ja auch immer wahnsinnig schwierig zu tippen, wenn man dieses Europa-League-Spiel noch nicht, also. Ja, klar, das ist schon viele Unbekannte. Da entscheidet sich halt viel, weil ich würde auf jeden Fall sagen, Stand jetzt hat die Mara recht, was das Ganze angeht, aber wenn du halt hier viel mitnimmst aus dem Chelsea-Spiel, dann, und das letzte Heimspiel natürlich, wo man sich bei den Fans nochmal bedanken kann. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, ich bleibe trotzdem beim 2-2, aber okay. Alle Angaben ohne Gewähr, überraschenderweise. Ja, also es ist in der Tat schwer, unter der Prämisse, dass, wie wir ja vorher in den Tipps festgelegt haben, wir so oder so ins Finale in der Euroleague kommen und auch unter der Prämisse oder unter der Annahme, dass sich keiner verletzt und weil es das letzte Heimspiel zu Hause ist. Und wir das einfach letzte Heimspiel zu Hause. Das letzte Heimspiel zu Hause. Wie viele von denen habt ihr denn in der Saison? Nicht ein Wettbewerbsvorteil? Mehrere. Ganz viele Sonntags. Das, ja, das ist stimmt. Das letzte Heimspiel ist und wir einfach mehr Bock haben, uns mehr verdient haben, sage ich jetzt einfach 2-0. Ganz einfach. Das tut mir leid, Mara. So ein bisschen. Nö, alles gut. Entschuldigt euch doch bitte erst, wenn das Ergebnis auch so passiert. Meinst du? Ja, das ist. Ja, das ist ja. Gut, dann entschuldige ich mich nochmal, wenn es dann so kommt. Machen wir es einfach so. Gut. Gut. Wir bleiben in Kontakt. Ja, aber ich glaube, am Ende wird sich dann zeigen und dann kommt es nochmal ganz hart auf die letzten Meter dann einfach drauf an. Das wird auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel werden. Darauf können wir uns, glaube ich, jetzt schon mal drauf einigen, auch wenn es noch nicht abgepfiffen ist. Das ja, und ehrlich, also der Grund, ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie für die Welt da draußen so furchtbar spannend ist, aber ich bin tatsächlich am Sonntag mit Hochzeitstag feiern beschäftigt und mein Mann ist ja HSV-Fan und wenn ich mir noch irgendwas wünschen darf für die Restsaison, dann dass dieser schlimme Verein irgendwie nicht es wieder verkackt am Ende. So. Ja, es ist so furchtbar. Doch, eben schon, nicht weil sehr cool, ja. Sehr witzig, nein. Also von daher gesehen bin ich wahrscheinlich um 18 Uhr am Sonntag sowieso schon in die eine oder in die andere Richtung total drüber und krieg dann überhaupt nicht mehr mit, wie wir spielen. Der HSV steigt auf und die Eintracht gewinnt. Dann ist alles in Ordnung, genau. Gegen wen spielt denn der HSV noch? Gegen Paderborn, am Sonntag. Ja, das direkt ist ja. Ja, das ist echt furchtbar. Und die sind letzte Saison echt an unserem Hochzeitstag abgestiegen. Ich bin so genervt und es ist einfach irgendwie so furchtbar, sich das anzugucken. Ja, und ich möchte einfach nur den Verein wechseln, dass es hier einen freudigen Jubelschrei irgendwie gibt. Ja, das wäre so schön. Das ist echt, jedes Mal macht man wieder diesen Fernseher an und guckt diese Spiele und denkt sich, warum? Und bei mir ist es ja nur passiv, aber ja, genau, das ist die Situation. Man leidet mit. Ja, ganz ja, schlimm. Da kommst du nicht, glaube ich, nicht. Der HSV spielt noch gegen Paderborn und dann gegen Duisburg, aber für die geht es ja, glaube ich, auch irgendwie um nichts mehr, oder? Nö, doch, also ich glaube, Stand jetzt können die, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, die Klasse noch halten an dem 34. Spieltag. Ja, tatsächlich. Das wird natürlich dann jetzt auch noch hart. Ja, wir sind dann da. Wir sind am letzten Wochenende samstags in Mainz im Stadion und sonntags in Hamburg. Schauen wir mal. Vielleicht mit allem Karma, was wir aus Mainz dann mit da hochkarren in den Norden. Ja, okay. Ja, das ist schlechte Ausgangsvoraussetzungen für so ein entspanntes Feiern am Sonntag. Dann ja. Für den einen Verein wäre ich jetzt tendenziell dazu geneigt, leicht die Daumen zu drücken. Ich verrate aber jetzt nicht für wen. Das ist, glaube ich, aber auch sehr offensichtlich. Ach komm. Ja, kleiner Ausflug. Also so ist ja das halt in so einer Fußballer-Ehe. Ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja. Nein. Wir sind Frankfurter Haushalt. Ja, Dieter. Aber apropos Frankfurt, ich würde gerne noch einmal hier die Schluss
Worte nutzen, um die komplette Motivation auf den Donnerstag zu richten und uns das Leverkusen-Spiel jetzt wirklich, wenn jeder diese Folge gerade hört, in diesem Moment das Leverkusen-Spiel einfach vergisst und hinter sich lässt und voller Vorfreude und Emotion und voller Motivation auf Donnerstag schaut. Weil wir spielen Halbfinale, Rückspiel gegen Chelsea und das alleine reicht schon. Aber es ist auch noch alles drinne fürs Finale und wir sollten einfach nur Bock haben, dieses Spiel zu gewinnen oder was auch immer, einfach dieses Spiel zu gestalten und die Eintracht zu sehen. Der Donnerstag beginnend mit einem 15.000 Leute Fanmarsch in der Innenstadt von London, auch wenn wir 2.000 offizielle Karten haben. Ich bin gespannt, wirklich. Also es sind ja Zahlen im... Ist das die angekündigte Zahl tatsächlich? Im Raum, also ich habe da gelesen, zwischen 10.000 und 15.000 sollen angeblich zumindest geplant hatten sie geplant hinzufahren. Davon hatten sehr, sehr viele auch schon Flüge gebucht, weil das eben durch diese schöne Billigflugverbindung sehr, 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 sehr gut möglich war, auch als man noch kein Ticket hatte. Ja, mal sehen, wer trotzdem fährt, auch wenn er kein Ticket bekommen hat. Aber es wird bestimmt eine volle Stadt werden. Da gehe ich von aus. Da wird es wieder wunderbare Szenen geben, gerade wenn es diesen Fanmarsch dann gibt. Man hat da ja das ein oder andere Bild oder auch Video im Kopf. Ich erinnere mich da auch noch ganz gut an den Fanmarsch der Kölner, die dann da ja auch in ihrer Euroleague-Saison da unterwegs waren. Also der nächste Gänsehaut-Moment. Da geht was. Das genau. Definitiv. Das definitiv. Ja, dann biegen wir mal so langsam an Richtung Zielgerade. Wir haben noch zwei Dinge für die gute Tat und dafür muss ich jetzt den Jingle erstmal suchen, weil die wollen wir natürlich auch noch hier erwähnt haben. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Da haben wir nämlich zwei Sachen hier noch in unseren Notizen stehen. Zum einen nochmal das, was wir vorhin schon erwähnt haben, nämlich ein großes Dankeschön und eine super tolle, gute Tat der Woche von diesen mindestens 150 Fans, die diese gigantische Choreo-Fahne irgendwie dort gezaubert haben für das Hinspiel gegen Chelsea. Und wer auch immer die nach London schafft, aber ihr findet dann nächste Woche die Erwähnung an dieser Stelle hier. Und die zweite gute Tat hängt auch mit dem Chelsea-Spiel zusammen. Wie sollte es auch anders da sein? Und zwar wurde die uns von Benedikt vorgeschlagen. Ich finde die auch sehr gerechtfertigt. Und zwar das Rufen aus dem Fanblock, diese minutenlange Danny da Costa-Sprechchöre, als er da bei diesem The Zone-Interview stand und man eigentlich gar keine Frage an ihn stellen konnte, weil es einfach so immens laut war und einfach die komplette Fankurve einfach nur seinen Namen minutenlang gerufen hat. Das waren auch schon sehr, sehr beeindruckende Szenen, wie sehr so ein einzelner Spieler dann da doch auch ja gewürdigt wird für das, was er da leistet, aber auch, wie man die Reaktion gesehen hat, wie sehr ihn das dann halt einfach auch bewegt. Also das fand ich einfach sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja, hättet ihr noch weitere gute Taten, die es an dieser Stelle zu erwähnen gilt? Gut. Unsere zwei Mädels haben vielleicht noch was? Nee, ich habe nichts vorbereitet. Hervorragend. Dann haben wir da aber auch zwei. Das ist ja, hervorragend war das falsche Wort, aber es war schon quasi im Kopf. Sorry. Genau, aber dann haben wir vielleicht noch eine Mini-Empfehlung. Da könnt ihr da draußen nämlich dann eine gute Tat vollbringen, wie Mara eingangs schon gesagt hat. Es gibt ab Mittwoch eine neue Folge Früff, die sich mit Abstiegs-, Aufstiegs-, Ängsten, Freuden, Leid, wie auch immer, beschäftigt. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Thema. Wenn ihr euch noch nicht mit Früff, was die Kurzform für Frauenreden über Fußball ist, auseinandergesetzt habt, dann tut das bitte. Ich hatte beim letzten Mal, da war, glaube ich, kurz nach der Folge die Alice auch schon mal hier in der Sendung, die Kommentare gesehen oder das Feedback, was es gab, da ausschließlich positives Feedback. Von daher glaube ich, dass das auch mit der zweiten Folge so weitergeht. Ich fand die erste schon sehr großartig und das wird bei der zweiten hoffentlich genauso sein. Ich setze das jetzt einfach mal so ein bisschen voraus.
Also von daher, wenn ihr noch eine gute Tat vollbringen wollt und euch noch nicht mit Frauenreden über Fußball auseinandergesetzt habt, ich hau auch dafür den Link in die Shownotes, dann, wenn ihr mit der Sendung hier durch seid, ist wahrscheinlich bald Mittwoch, dann wisst ihr, was zu tun ist. Neuch? Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir auch mit etwas über 2 Stunden Aufnahme und keine Ahnung, wie viele Minuten es nachher finale Sendung werden, ist dann hier jetzt auf die Zielgerade geschafft. Ich sage vielen Dank, Mara, und vielen Dank, Alice, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, ja, total gerne. Danke für die Einladung. Und ich entschuldige mich nochmal bei Mara für meine etwas plumpe Überleitung von dem Mainz-Part zu dem Eintracht-Spiel gegen Leverkusen. Nein, alles gut. War gedanklich gerade etwas schwierig in dem Moment. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir wünschen allen denen, die entweder jetzt schon auf dem Weg nach London sind oder es in sehr naher Zukunft sein würden, eine schöne Reise. Feuert unsere Mannschaft an darauf, dass wir es schaffen, diesen Finaleinzug irgendwie klarzumachen. Allen, die am Sonntag im Stadion sind, trotz der Verschiebung gegen Mainz, ein wunderschönes Fußballwochenende. Dir, liebe Mara, dann einen schönen Hochzeitsfeiertag da am Sonntag. Dankeschön. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche an irgendeinem Wochentag wieder. Das müssen wir nochmal gucken, wie das hier passt. Aber bis dahin, macht's gut. Tschö. Ciao. Tschüss.